Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich hier an diesem Donnerstag, Gründonnerstagnachmittag bei mir im Studio in Lüneburg in meinem Microsoft Flugsimulator 2020. Ja, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, aber ansonsten geht's wieder. Ich habe mir so eine kleine Erkältung zugezogen, aber jetzt ist das wieder ganz auf dem abklingenden Ast und wir können diesen Nachmittag, glaube ich, zusammen ganz gut verbringen. Ja, wenn Sie schon ein bisschen früher dabei waren, jetzt, ich schalte mich ja immer so circa 10, 15 Minuten vorher online, um auch die ganzen Streaming-Daten und alles zu überprüfen, dann haben Sie gesehen, dass ich die Maschine schon vorbereitet habe für diesen Flug und wir heute nicht nach Schottland fliegen. Also nicht nach Echo Golf Papa Charlie, nach Vik, sondern wir fliegen heute nach Vaga, Faroe Island. Das ist eine Stunde weniger, schont dann auch ein bisschen meine Stimme. Und dann rechne ich mal aus, ob ich von Vaga direkt nach Kassel kann. Das muss ich mal sehen. Sollte das heute nicht klappen und warum das eventuell nicht klappen könnte, das werde ich Ihnen gleich erläutern. Denn die Wetterlage ist ein bisschen brisant über den Faroe Inseln. Das ist nicht umsonst eine der sturmreichsten Regionen Europas oder des Nordatlantiks. Dann werden wir weiterfliegen nach Sumburg. Das ist, muss ich jetzt mal gerade gucken hier. Oder wir gucken mal zusammen. Das ist dann Echo Golf Papa Bravo. Sumburg auch ebenfalls, das ist auf den Shetlands, glaube ich, kurz vor der schottischen Küste. Das ist so 50 Minuten weiter. Wir werden uns das gleich auf der Karte nochmal angucken. Und das hängt nämlich nicht so sehr jetzt an den Untergrenzen oder so. Vaga ist ein recht gut ausgestatteter Flugplatz auf dem Faroe, ist auch der einzige internationale Verkehrsflughafen. Der ist sogar A320 fähig, da können wir auch mal mit der A320 Phoenix hinfliegen. Ist ein recht anspruchsvoller Anflug, kurze Piste mit 1700 paar zerquetschte Meter. Für unsere Piper jetzt nicht so das Ding, aber was die Piper ans Limit bringt, ist heute der Wind. Der kommt nämlich leider von der Seite. Zwar nur mit 30, 40 Grad, aber dafür bis 40, über 40 Knoten. Und wenn wir Glück haben, und so ist das eigentlich meine Planung, setze ich ein bisschen darauf, dass das Zeitfenster, wo wir da ankommen, genau einen Frontdurchgang markiert, der eine Winddrehung und auch eine momentane, eine kurzfristige Windabschwächung dann mit sich bringt. Bevor der dann aus der anderen Richtung Nordost, also wir haben jetzt eher Ost-Südost und dann eher Nordost-Nord, dann richtig wieder auf. Frisch der Wind und das ist eben der Gesamtwetterlage zurzeit geschuldet, die wir über dem Nordatlantik haben. Wir haben über Großbritannien ein großes Tiefdruckgebiet, das hat vorher südlich Island gelegen, mit dem haben wir schon seit einer Woche zu tun, das ist ein recht stationäres Tief, das bildet Fronten aus und eine dieser Fronten bewegt sich halt über die Färöerinseln und macht dort dieses Wetter so kritisch. Und wir werden auch ein bisschen mit Turbulenzen und Eis wieder zu kämpfen haben. Wir können uns das mal auf der Karte eben angucken. Das schauen wir mal eben hier. Machen wir mal eben hier die Karte wieder zu und machen hier mal das Wetter habe ich hier mit eingeblendet. Und wenn ich hier mir jetzt die, oder hier sieht man es glaube ich noch besser. Hier sehen Sie dieses Turbulenz- und Eisgebiet hier. Wir haben also hier leichte Turbulenzen und leichte Vereisung, die wir hier mit hinnehmen müssen auf dem Flugweg. Und hier sage ich mal, verläuft dann der Jetstream, sehr ungewöhnlich von Süd nach Nord diesmal. Das liegt eben, weil um dieses Tief herum in England, was über England liegt, das liegt etwa hier, dieser Tiefkomplex, eben dieses ganze System kreist. So umkreist es ja, so. Und dann diese Windströmungen auslässt. Das ist also eine Druckverteilung. Wenn wir gleich im Flug Zeit haben, zeige ich Ihnen die nochmal. Dann zu Schwierigkeiten führt. Also hier haben wir mit Turbulenzen zu rechnen. Hier dann auch mit ziemlich massiver Vereisung bis Level 140. Aber das kann sich auch alles so ein bisschen verschieben. Und in diesem Bereich dann auch mit verstärkter Turbulenz. Das ist eben das, was uns heute erwartet. Der Wind ansonsten auf der Strecke ist nicht zu unseren Gunsten. Wir fliegen einen südöstlichen Kurs und wir werden auch summa summarum dann ein eher
südlichen Wind haben, der kommt also von der Seite und später einen eher nordöstlichen Wind haben, der aber nicht so stark ausgeprägt ist. Also zum Schluss dann auch nur noch 12 Knoten in 23.000 Fuß, das meine geplante Reiseflughöhe sein wird. Wir werden wieder mit der 0-Grad-Grenze kämpfen, mit der Temperatur da oben kämpfen. Das heißt, wir dürfen den Fuel Temperature nicht unter minus 41 gehen. Und wenn das dann kommen sollte, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Wir fliegen in diesem Grenzbereich minus 42, minus 43 Grad in Level 230. Ich nehme gerne diese Höhe, weil dann sehr spritsparend fliegt und die Reichweite. Ich muss ja mal den Ausweichflugplatzreserve von 45, eigentlich sogar mal Atlantik von 60 Minuten mitrechnen. Und dann auch die Contingency von 5% oder 20 Minuten immer da drauf rechnen, die ich da drin habe. Da sind wir sogar 17 Kilo untertankt, aber das nehme ich mal hin laut Berechnung. Damit kommen wir trotzdem klar. Ein bisschen Sprit sparen, fliegen da oben, dann geht das schon. So, geplante Flugzeit ist 2 Stunden 3 Minuten. Das ist eine Stunde weniger als nach Wiek. Und ich hoffe, dass wir dann ganz gut zurechtkommen. So, dann werden wir uns auch mal auf die Socken machen. Ich schalte mal oben ins Cockpit. Und Sie sehen ja, hier ist wieder unsere Maschine der Fox India Solo Mike. Ich glaube, ich habe das falsche Painting ausgesucht. Ich hätte dunkelblau nehmen müssen. Ich habe jetzt hellblau genommen. Sehen Sie mir das bitte nach. Das Rasseln und das Rattern, was Sie hören, ich habe den Ton ja gemischt, also zwei Kanäle gemischt. Das ist Simulator plus meine Stimme. Und das Rattern ist der Generator für die GPU. Ich habe natürlich das Flugzeug jetzt nicht die ganze Zeit auf Batterie laufen lassen. Ich habe hier die Navigation komplett vorbereitet. Hier im Flugplan, das können wir uns noch mal ganz kurz angucken. Habe hier die VORs und NDBs hinterlegt. Das erste NDB, was wir in der Abflugroute haben werden, ist da hinterlegt. Das kann ich Ihnen auch gleich einmal zeigen. Nochmal. Das ist hier zu sehen. Na, komm schon. So. Wir gehen die Methil Departure EL4 und das ist 335 Echo Lima, ist das NDB, über das wir, das Locator, über den wir abfliegen werden. Und Initial Climb haben wir 4000 Fuß schon bekommen. Die IFR-Freigabe liegt mir vor. Die ist bereits erteilt worden und die Anlassfreigabe ist erteilt worden, weil hier haben kein Slot zu erwarten auf der Strecke. Ist auch abseits der üblichen Routen so ein bisschen, dass wir da ganz gut fliegen können. So, und dann werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen. Das Flugzeug ist soweit gecheckt und vorbereitet. Wir machen wie immer dann die Pulslights an. So, und hier draußen steht der wird jetzt angeblinkt, da steht der gute Mann. Muss ich gleich mal gucken, wie rum ich das Flugzeug wende. Die stehen ja wie immer im Weg bei Microsoft. Ich hoffe, das wird mit dem SIM-Update mal deutlich besser. Ich meine, wir drehen, ja, da kommen wir schlecht durch. Dann werden wir hier rausrollen und dann hier über die 24 rollen zum Startpunkt. Hier ist nicht viel los heute. Das Wetter ansonsten ist gut, 1005 Hektopascal, schwacher östlicher Wind, südöstlicher Wind. So, dann lassen wir an. Aber bevor wir anlassen, müssen wir natürlich die GPU einmal loswerden. Das heißt, wir gehen einmal kurz auf Batterie. Die schalten wir schon mal zu, das darf man bitte nicht vergessen. Wenn Sie die GPU ausschalten, ohne das zu tun, ich wiederhole das ja immer mal für die Neuen, die dabei sind, dann haben Sie das Pech, dass Ihnen die ganze Avionik wieder ausgeht, weil der dann keinen Strom hat. So, und dann können wir hier die GPU trennen, disconnecten zuerst, kleinen Moment warten und dann hier disconnecten. So, und dann brauchen wir uns auch hiermit nicht mehr auseinandersetzen. Dann gehen wir hier mal in den Flightplan rein und gehen hier oben wieder rein und sehen dann zu, dass wir auch zügig das Flugzeug anlassen. Die pumpen auch manuell, das ist wichtig. Startmotorklappe auf. Checken, ob alle Hebel an der richtigen Position sind. Parking Brake gesetzt. Ich habe hier extra mal den Steuerknüppel weggemacht, weil ich hier gleich ran muss. Das ist Fly auf Idle, Cut off. So, dann können wir auch den Start auslösen. Und gucken dann auch artig. Natürlich hier bei 15%. Die hat er relativ schnell. Geben wir dann auch, wenn er die erreicht hat, dann geben wir hier die Kraftstoffzufuhr frei. Dann müsste er auch sofort zünden. Das tut er auch.
Wenn nicht, dann müssen wir auf den Wettstart achten und dann müssen wir hier auf alternativ natürlich auch, zweites der Hotstart, den wir vermeiden müssen, ist aber bei den Startautomatiken heute ein äußerst seltenes Phänomen, selbst wenn man etwas Rückenwind hat. So, wenn das hier auf einmal hell wird, dann ist meist der Startergenerator abgeschaltet. Das ist das sichere Indiz dafür, ziemlich sichere Indiz dafür. Wir warten hier, bis wir die knapp 1200 haben, hier über 62 und 63 knapp, das passt. Und dann ist der Startvorgang der Turbine abgeschlossen. So, das passt jetzt. Und dann gehen wir hier oben und schalten als erstes, wie immer, den Generator zu und gucken, ob er die Last vom Generator auch nimmt. Das ist ein ganz wichtiger Vorgang, 84% Amps, das ist okay. Damit checkt man auch gleich, ob die Emergency oder die alternative Schaltung zwischen den beiden Stromgeneratoren funktioniert. Der Generator ist der Startergenerator, den dürfen Sie nicht zu früh zuschalten und nicht eben zu spät abschalten, sonst ist der defekt. Das ist auch hier in FS Reborn so entsprechend dargestellt. Jetzt schalten wir den Alternator dazu. Das ist eine ganz normale zweite sozusagen Drehstrom-Lichtmaschine, kann man das so nennen. So. Und der müsste jetzt die halbe Last übernommen haben. Das hat er auch. Jeder hat 42 übernommen. Das passt. Wunderbar. So, nächster Schritt ist die Kabine. Erstmal die Environmental Controls einschalten, dass es auch ein bisschen warm wird. Dann die Druckkabine aktivieren. Das macht man hier. Die ansonsten automatisch funktioniert. Da brauchen wir uns also nicht drum kümmern. So, und dann haben wir hier eigentlich schon alles abgeschlossen. Dann können wir hier auch wieder den... So, hier Klimaanlage lasse ich mal aus. Ich habe nur die Kabinenregelung an und den Defroster an. Es ist ziemlich frisch hier mit 4 Grad. Wollen wir mal nachher sehen, ob ich die brauche oder nicht. Das sehen wir dann. Wir haben noch keine Vereisungstendenz jetzt irgendwie beim Start und nichts. Das ist alles in bester Ordnung. Hier habe ich nochmal das Field, das ich auch hier sehe. Ja, wir starten ja auf der Startbahn. Mich jetzt nicht lügen, ich meine, das war 1-0. Schaue ich aber eben nochmal nach. Auf der 1-3, Entschuldigung, auf der 1-3 werden wir starten und machen dazu auch die entsprechende Karte auf und dann sehen Sie das auch, wo wir hin müssen. So, hier sehen Sie es dann, wir müssen dann hier einmal rüberrollen auf die 0-1 zum Crossen, dann einmal, ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ich will mal sehen, dass wir ein Backtracking kriegen hier zu 1-3. Um hier nicht, oder wir müssen drüben übers Apron rollen, auch eine Möglichkeit. Müssen wir gleich mal schauen. Wir werden den Weg schon finden. Also das wäre dann hier. Wir wenden hier raus, drehen hier kurz auf die Piste, gehen hier wieder raus aufs Apron und dann hier zu 1-3 zu rollen. Und hier ist der Abflug, das kriegen wir dann schon hin. Also hier habe ich es nochmal gezeigt eben, ne? Also hier so schwupp schwupp. Das wird uns ja sowieso per Freigabe zugeteilt. Hi Freddy, seien Sie gegrüßt. Ja, und dann geht das los. So, und den Rest werden wir jetzt feststellen. Ich möchte das Flugzeug auch jetzt nicht zu lange am Boden laufen lassen. Deswegen werden wir jetzt hier auch mal uns rollfertig machen. Dazu machen wir die Taxi-Lights an. Hier mache ich sicherheitshalber auch schon mal die Stroplights an. Hier ist wenig los, hier ist viel Autoverkehr auf dem Flugplatz. In Island wird das alles ein bisschen locker gesehen. So, die Lichter haben wir an, die Dome Lights mache ich mir auch an. So, und was ich auch anmache, ist den Defogger hier von der Windshield, weil es draußen doch ziemlich kalt ist. Und dann Stalllight und alles, das machen wir gleich nach dem Check. So, und dann können wir auch losrollen. Ne? Da machen wir die Klappen schon mal auf 1. Dann habe ich hier die Seitenrudertrimmung schon mal gesetzt auf 3 Grad. Hier unten rechts, das ist auch ein Item. So, dann gucke ich mal jetzt. Wir drehen nach links raus. Einmal links gucken. Einmal rechts gucken. Ja, müsste passen. So, das ist hier so. Dann geben wir einen Hauch Leistung. Benutze ich auch die linke Bremse ein bisschen, ne? Oh, ganz rum. Ich habe die Reifen noch mal ein bisschen aufgepumpt. Auch das müssen Sie machen regelmäßig. So, und dann geht es hier lang. Der Manager steht da auch im Weg. Das ist natürlich alles KI, was nicht wirklich KI ist. Also intelligent ist es nicht, weil er hat da gar nichts verloren.
Da muss noch dran. Ich hoffe, dass das alles mal besser wird hier in Microsoft. So. Dann gucken wir mal. Wir haben eine Freigabe über die 2.4 bekommen. So, da wir jetzt auch schon auf der Landebahn sind und auf den Landebahnen rollen wir ja das Landing Light an. Jetzt weiter. Und dann gleich wieder den Stück geradeaus und dann wieder rechts, so was vorfällt. Der hat da nun gar nichts verloren, der Junge. Also entweder programmiert das jemand, der vom Fliegen keine Ahnung hat, oder das ist wirklich ein, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Immer ein bisschen die Beta-Range mit benutzen, nicht vergessen. So, und hier können wir wieder rechts. Dann hören Sie so ein bisschen die Beta-Range, wenn ich die benutze, ne? Wenn ich zu schnell werden, dann so dann über das Vorfeld hier. Also das ist immer etwas, was mich auch am meisten in der Live-Fliegerei beansprucht, ist immer wirklich das Rollen auf fremden, großen, schwierigen oder verwinkelten Flugplätzen, das alles so zu finden. So, das ist heute natürlich ungleich einfacher, weil Sie Karten an Bord haben, die auch elektronisch mitlaufen, wie hier. Aber früher, als Sie noch Ihre Jeppesen-Karten auf dem Kniebrett hatten, da war das schon noch ein bisschen anspruchsvoller und dann hat man sie auch schon mal verrollt. Und dann brauchten Sie einen verständnisvollen Lotsen, der Sie auch mal dann liebevoll dahin geführt hat, wo Sie hin wollten. Das haben die meisten aber auch gemacht. Wenn Sie schön artig mit und nicht irgendwo einfach auf eine Piste gerollt sind, wo Sie nicht hin sollen, sondern im Zweifelsfalle fragen. So, hier hält man grundsätzlich einmal kurz an, egal ob man eine Freigabe hat oder nicht. Wir müssen ja jetzt einen Backtrack machen und guckt, ob das auch frei ist, die Sektoren, soweit man das halt sieht. Und dann geht's los. Freigabe habe ich erteilt auf die Startbahn. So, jetzt machen wir gleich mal einen Kompass-Check, dass wir auch auf der richtigen sind. Das sehe ich aber so schon, das passt. 1,3 ist die Startrichtung. Den Run-Up sollen wir vorne an der Threshold machen. Hat man mich gebeten. Ich hoffe, meine Nase spielt mit. Die habe ich freigesprüht. Die tief gerade noch so ein bisschen, aber. So. Mit 4 Grad ist es doch recht schattig, aber ich habe gehört, im Süden Italien, im Süden in der Schweiz sieht es auch nicht viel besser aus. Jetzt wird es, glaube ich, wieder ein bisschen wärmer, aber Regen, Regen, Regen. So, hier ist die Schwelle. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir drehen um. Halten an, machen den Run-Up. Der geht relativ zügig. 1200, 1900 Umdrehungen. Hier spielt Torque jetzt keine Rolle. Das macht man nach Umdrehung, weil man den Overspeed Governor Check macht. Der begrenzt ja die Drehzahl der Prop Governor und ob das funktioniert, diese Begrenzung, das prüft man jetzt einmal. Und da braucht er etwa 1900 zu und das muss man schön langsam hochfahren, das System, weil der Zwei-Wellen-Turbine PT6 ja sehr träge reagiert, aber so passt das in etwa. Dann geht man einmal in den Ohr, hält den einmal, der darf maximal 100 abfallen. Tut er auch, das höre ich. Ja. Live guckt man natürlich hin, weil man ein anderes Sichtfeld hat. Okay, dann nimmt man die Leistung wieder raus auf 0, macht den Reverse-Lock-Test als nächstes. Hier muss man 20 Sekunden warten. Guckt dann hier unten, ob die Drehzahl wieder runtergefahren ist. Und guckt, ob der unten bleibt. Ich mache es nochmal mit meinem Thrustmaster-Hebel. Zack, der will nicht. Das ist auch richtig so. Das verhindert, dass im Fluge ein Reverse ausgelöst wird. Und dass diese Automatik auch funktioniert, die am Boden natürlich nicht funktioniert, schaltet man hier auf diese Art und Weise einmal kurz zu. Und jetzt müssen wir natürlich nicht, davon nicht, soll man nicht vergessen, den wieder auszumachen. So, dann machen wir natürlich den Prop-Heater, den Stall-Heater, Pitot-Heater und Stall-Heater an. Das ist obligatorisch bei einer Turboprop, weil die meist in größeren Höhen fliegt und bei den Temperaturen sowieso. Dann ist die Checklist auch completed, alles andere ist okay, ist on. So, hier machen wir jetzt einen
Last Navigation Check, wir stehen auf der richtigen Piste. Wir kompensieren einmal den Kompass, weil das unser erster Coupler wird sozusagen, den wir nehmen im Autopiloten. Wir checken nochmal unsere Altitude. Wir machen auch den Transponder an, den Score haben wir bekommen auf Altitude. Und schon ist das wieder im Weg, das Ding. So. Und Kabinentemperatur, die fühle ich ja. Die kann ich jetzt noch mal kurz einmal gucken, ob die Environmentals hier komfortabel sind. Ja, ist ein bisschen warm. Das gibt sich gleich aber. Und dann sind wir startbereit. Sonne scheint hier auch rein. So, und dann werden wir jetzt steigen. Und Reykjavik Tower hat uns freigegeben. Und hinterher sollen wir uns bei wem melden. Da gucken wir. Ich rufe jetzt auch mal die Standard Instrumenten Departure Chart auf. Die sehen Sie hier. So, und dann werden wir uns hinterher bei Reykjavik Departure melden. Und dann geht das mal los. Ne? So, Freigabe ist ja erteilt. Direkt über Metel raus hier. Das ist relativ einfach auf 4000 Fuß. Und auf geht's. Ich muss mal kurz was trinken. Der Husten will noch nicht so richtig. Jetzt will er wieder. So. So, dann setze ich Leistung. Am besten, wenn die Piste ist hier lang genug, mit, weiß ich gar nicht, 2000 Meter oder was, die nicht knapp hat. Ist jedenfalls nicht kritisch. Gebe ich schön langsam Gas. Das sollte man bei einer Turboprop sowieso immer tun. So, steht ziemlich im Seitenruder. Und wir heben ab mit 85. Wind, Fahrwerk ein, Positive Rate. So, ein bisschen nach rechts korrigieren. Dann nochmal eine Ruhe den Flight Director an. Ja, Damper. So. Sehen wir, steigen hier schön raus. Alles gut. Ist auch ein bisschen bockig hier. So, wir sind haben die Sicherheitshöhe erreicht. Dann mache ich mal den Hailing-Modus an. Das heißt, wir können gleich NAV anmachen. Übrigens, diese Modi sind nicht gekoppelt an den Autopilot. Nicht? Die können Sie auch so benutzen, um den Flight Director zu steuern. Sie sehen, der will jetzt mich nach links auch so. Ich muss mich eigentlich nur nach dem Flight Director, das ist ähnlich wie beim Airbus, richten. Sie sehen etwas anderer, der den V-Bar. Ne? Und wenn ich das mache, dann fliege ich automatisch richtig. Er will mich nach rechts. So. Ja. Bockig so. Dann mache ich jetzt mal den AP an. So. Und auch den Vertical Climb. Der ist natürlich ein bisschen zu hoch eingestellt. Dann gehen wir ein bisschen auf Down, dass wir das Flugzeug unten halten, den auf Flight Level Change. Die Speed ist etwa gut dafür. Und dann bin ich auch wieder auf Abflugkurs und bin ein bisschen rumgeeiert da. Nicht so doll aufgepasst habe. Das ist live etwas einfacher. Da haben Sie ein anderes Feeling dafür. Hier im Simulator ist das ein bisschen schwierig. Gerade wo ich auch keinen Steuerknüppel habe, sondern so einen Stick. So, jetzt gucken wir mal raus. Sie sehen, das ist so eine schöne Ecke hier. Klappen können wir einfahren. Da müssen wir auch einfahren. So. Wir fliegen jetzt ein Stück auch über Island. Hier können wir die Range mal ein bisschen hochdrehen. So. Dann haben wir auch Nexradwetter. Hier sehen wir, haben wir den Punkt Eco Lima. Das ist die Eco Lima Departure gewesen. Und wir sind jetzt auch vor. So. Und jetzt müssen wir die Leistung kurz rausnehmen. Und jetzt gibt Reykjavik uns eine weitere Streikfreigabe auf Level 100. Ja. Und dann geht es wieder hoch.
und wir geben auch wieder Leistung, etwa so gute 1000. Mehr nehme ich nicht, um Sprit ein bisschen sparen zu fliegen. Das ist eben der Unterschied zum Simulator, wenn man so aus der Live-Fliegerei kommt, dann sind Kraftstoffkosten sind schon immer noch ein Grund, gerade wenn Sie das Flugzeug selber bezahlen müssen. Ne? Aber auch die Piloten werden heute angehalten, doch spritsparend zu fliegen. Ryanair hat da ja auch mal Prämien für bezahlt. So, jetzt können wir wieder auf Flight Level Change gehen. 140 ist ein guter Cruise Climb für das Flugzeug. Für viele Flugzeuge haben wir so eine ganz gute Cruise Climb-Geschichte. So, und hier haben wir dann noch Kevlar Big VOR drin. Hier haben wir unseren Fix drin, unseren nächsten 2,9 Meilen noch von Echo Lima nach Delta 114 Janky. Das ist die. Wir fliegen jetzt quasi auf den. Über den Atlantik. Wir gucken uns gleich nochmal die Route an, wo wir auf Enroute gehen. Über Methil gehen wir dann Enroute. Das ist immer noch die Methil Intersect oder Methil Transition nennt sich das. Die Transition ist der Übergang dann zum Streckenflug. Ja. So, wir bekommen eine weitere Freigabe auf Level 180. Das geht hier relativ zügig heute, ist aber auch in der Praxis in der Gegend jetzt nicht so ungewöhnlich. So, jetzt mache ich die After Takeoff Checks, jetzt bin ich hier safe, Landing Light aus, Pulse Lights nochmal einen Moment ein. Das ist alles an, das ist auch okay, die können wir auf Automatic stellen. So, ein bisschen bockig ist es. Gestern schrieb mich einer, als er mir Gesundheitswünsche, übrigens herzlichen Dank für die vielen Gesundheitswünsche, habe ich gar nicht mit gerechnet, als ich in die Community geschrieben habe, dass ich leider ausgefallen bin gestern. Ich wollte eigentlich gestern normal online gehen, aber das ging mit der Stimme gar nicht. Aber jetzt geht es, wenn ich genug trinke. Also, einmal husten. Wir machen nachher auch eine kurze Pause. Ich erzähle Ihnen dann noch ein bisschen was zur Kommunikation. Das ist ja mein Thema heute. Und auch noch mal ein bisschen zum Thema echte Fliegerei. Mal so ein Salbei-Bonbon nebenbei. Eine Frage natürlich auch, die mir jetzt gestellt wurde. Fliegt man eigentlich, wenn man krank ist als Pilot? Nee, macht man nicht. Wenn ich jetzt also wirklich real fliegen müsste, die Strecke, würde ich das verschieben. Da würde ich doch wieder ganz gesund sein wollen, weil die, allein durch die Druckdifferenz, die sie haben, haben sie ständig Probleme mit der Nasenhöhe. Die Frage beantworte ich nicht, das lasse ich andere beantworten. Linie HD. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich 63 Jahre alt geworden bin und nicht runtergefallen bin und noch lebe und alle meine Fluggäste auch und ich seit meinem 17,5. Lebensjahr einen Pilotenschein haben. Mehr sage ich dazu nicht. So, sind das schöne Island hier. Schon eine schöne Ecke. Taut auch so langsam auf. So, jetzt gehen wir über Methil Richtung Atlantik. Ne? Also erstmal noch quer über die Insel so ein bisschen hier über den Süden. Das sehen Sie hier. Dann sehen wir gleich noch ein bisschen Fjorde. So, wir müssen mal ab und zu mal auf unsere Leistung gucken. Was ich immer mache, ist den Heading wieder in Deckung mit dem Track bringen, falls wir hier mal den NAV-Mode verlieren sollten. Und ansonsten haben wir Kevlar Big noch drin, das EDF haben wir auch noch drin, das liegt genau hinter uns, das haben wir ja gerade überflogen hier. Und ansonsten Wetter haben wir hier keins angezeigt im Moment, es ist ja auch nichts. Wenn wir Wetter angezeigt bekommen, bekommen wir immer nur einen Niederschlag angezeigt. So, Reykjavik Center hat uns übernommen und bringt uns jetzt auf den Atlantik und wird uns auch begleiten. Mindestens den halben Route muss ich gleich mal gucken. Wir sind bis fast für die schottische Küste zuständig, bevor uns dann, ich glaube, Shannon oder wer uns da übernimmt, da muss ich mal gucken. Weiß ich nicht auswendig. Und wir sind freigegeben bis Level 230. Ups, das ist verkehrt. 230. Hier
wieder auf 0. So, dann habe ich den auch drin. Wir steigen fröhlich weiter und Sie sehen, der hält schön die Speed im Flight Level Change Modus. Und da brauche ich mich dann quasi nur ums Power Setting kümmern. Ein Tucken mehr kann ich mal geben. So. Und dann zieht er natürlich mit, wir können das hier sehen, auch ziemlich viel Fuel, aber die Strecke, für die Strecke haben wir gut Sprit. Und Wind kommt leider von vorne mit 25 Knots. Wird sich gleich noch ein bisschen verbessern, wenn wir in südöstlicheren Kurs fliegen. Ich hoffe, er dreht auch noch ein bisschen südlicher. Das sollte er nämlich eigentlich. Und wir gucken noch mal ein bisschen. Wir können noch von draußen gucken, für die, die gerne gucken. So, hier haben wir diesen Fjord, den ich Ihnen gezeigt habe, den wir jetzt noch mal überfliegen. Und dann quasi hier hinten über den Atlantik raus. Ne? So, wir gucken mal die Temperaturen. Minus 24 ist ja noch okay. Wir müssen halt hier oben diese minus 41 beachten. Jetta 1, die man nicht unterschreiten sollte hier in der Fuel Temperature. Nun steigt die nicht so schnell oder sinkt nicht so schnell ab wie hier. Warum nicht? Hat ja schon ein paar Mal erklärt. Wir haben hier Reibungswärme draußen und Sonnenbestrahlung, das macht schon einiges in den Tanks aus. Bei der Maschine macht das so 10 bis 12 Grad Temperaturdifferenz zum Positiven aus. Beim Jet können das bis zu 25 Grad sein, dass die Flächentemperaturen, die Tanktemperaturen wärmer sind als das, was sie an Außentemperatur haben. Spielt aber bei einem Jet auch keine Rolle, denn da haben sie Fuel Heater drin, das heißt, die Kraftstofftanks werden beheizt, die Pipelines sowieso, die den Fuel zum Kraft zur Turbine bringen. Hier ist nur das letzte Stück beheizt. Und wenn wir eine Untertemperatur im Kraftstoff bekommen, ist halt die Gefahr da, dass der Sprit ausflockt und dann auch natürlich der Kraftstofffluss abreißt. So, ich muss mich mal für 2 Minuten eben verabschieden, weil ich dringend an ein Telefonat gehen muss, aber ich bin in 2 Minuten wieder da. So, da bin ich wieder. Alles geregelt. So. Ganz lässt mich das Geschäft auch heute noch nicht los. Aber eigentlich sollte es das auch gewesen sein. Sie sehen, hier sehen wir den Atlantik. Der ist relativ ruhig. Wir haben hier in Island keinen großen Wind. Im Moment jetzt irgendwie kritisches im Süden. Das kommt erst noch, je mehr wir an die Front gehen, und ich zeige Ihnen das gleich auch nochmal in der Wetterkarte, dass Sie das mal mit übersehen. Also das reale Fliegen zum Simulatorfliegen unterscheidet sich in 2 wesentlichen Punkten, was ich so wahrnehme, auch über YouTube und was da veröffentlicht wird. Und erstmal fliegt man als realer Pilot bei weitem nicht so viel Flugzeugmuster wie hier. Also hier scheint es irgendwie einen Wettbewerb manchmal zu geben, wer am meisten Flugzeugmuster kann oder geflogen hat, hat gewonnen. Und jedes Neue löst einen Hype aus. Das ist in der Realität überhaupt nicht so. Das dürfen sie auch im Gewerblichen gar nicht. Weil sie natürlich, sie müssen ja an eine Bedienphilosophie eines bestimmten Types, da müssen sie ja routiniert drin sein, da müssen sie trainiert sein. Im gewerblichen Verkehr dürfen sie 2 Muster fliegen. Die unter 2000 Kilo zählen nicht, das ist ein Sammeleintrag. Es gibt auch zusammengefasste Musterberechtigungen, die gibt es auch, zum Beispiel für die King Air-Reihe oder für die Cessna Citation-Reihe sind auch welche zusammengefasst. Ähnliches gibt es auch beim Airbus.
gucken nochmal kurz auf die Kabinendifferenz hier, Druckdifferenz, dass die auch vernünftig aufbaut. Wir würden aber auch eine Warnung bekommen. Und was wir natürlich auch machen müssen jetzt, ist, dass wir immer nicht verschwitzen. Hier mal langsam auf den Höhenmesser umstellen auf Standard. Transition Altitude war, glaube ich, 7000 Fuß, wenn ich das richtig, habe ich jetzt nicht, weiß ich nicht mehr. Muss jedenfalls jetzt auf Standard, spätestens auf der Höhe. So. Guck sicher, jetzt haben wir nochmal, was hier drauf steht. Mhm. 7000 hatte ich richtig in Erinnerung, genau. 7000 Fuchs. So, haben wir ein bisschen verschwitzt, merkt aber in der Realität keiner. So, jetzt gehen wir hier, die Strecke wollte ich Ihnen nochmal kurz im Ganzen zeigen gleich. Und dann die Wetterkarte. Also in der Realität fliegt man bei weitem nicht so viel Muster, das macht man nicht. Man konzentriert sich da auf im CPL-Bereich 2, ATPL-1 dürfen Sie zugleich fliegen, also im Verkehrsflugzeugbereich. Und das fliegen sie richtig. Viele Piloten, die ich kenne, die haben in ihrem Leben 2-3 Muster oberhalb der 2-Tonnen-Klasse geflogen. Mehr nicht. Und die können sie auch richtig gut. Darauf machen sie dann auch entsprechend jährliche Checks. Teilweise häufiger, je nachdem, was sie für eine genaue Lizenz haben. Aber jährlich mindestens. Und sie müssen natürlich bei den Airlines dann auch die Zwischensimulator-Recurrent-Trainings machen. Und ich empfehle das auch immer mal wieder einen Fluglehrer mit, so einem Instruktor. Und nicht allein auf den Prüfer zu warten, von der EASA oder vom Luftfahrtbundesamt, der Ihnen dann sagt, das und das müssen Sie nochmal machen und dann kommen Sie wieder. Sie verlieren ja nicht sofort Ihre Lizenz, aber Sie müssen innerhalb einer gewissen Zeit wiederholen. Das ist mir zum Glück nie passiert, aber ich kenne eine Menge Piloten, denen das schon passiert ist, weil sie eben sich nicht gut fortgebildet haben. So, und ich sage mal ein Beispiel, Sie sind jetzt an die Garmin Suite hier gewöhnt, die 1000er, 3000er. Vielleicht auch die 57er, 530er, die Bedienphilosophie bei Garmin ist immer die gleiche. Und dann fliegen sie auf einmal ein Jet oder ein Flugzeug, gleiche Baureihe, gleichen Typreihe. Bei King Air kommt da schon mal vor, wo eine Pro-Line von Collins dran ist, noch eine alte Co. Oder so ein Mischmasch aus Garmin und noch Uhreninstrumenten. Das mag ich überhaupt nicht, solche Cockpits. Deswegen fliege ich auch die Black Square Modelle nicht so gerne, obwohl die toll gemacht sind, so von der Ausführung, aber diese Instrumentierung ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich habe mich auch mal bemüht, sofern ich Einfluss hatte, solche Flugzeuge auch nicht selber fliegen zu müssen, ganz vermeiden. Kann man das manchmal nicht, aber. So, und die Collins Proline, wie sie zum Beispiel in der CJ4 verbaut ist, zusammen mit Garmin Equipment, auch beim Microsoft Simulator, das ist wieder eine völlig andere Bedienphilosophie. Airbus dann wieder eine andere. So. Und das ist eben der Punkt, wo Sie aufpassen müssen. Ne? Also viele fliegen die Cessna Beechcraft Textron, also diese Textron-Modellreihe, die fliegen viele, gerade wenn sie im Ferryflight sind, im Geschäftsreiseverkehr eben auch, konzentriert man sich dann auf ein Muster oder Commercial-Bereich unterhalb der Air Transport Pilot License. Und das ist eben einer der Unterschiede. Der zweite große Unterschied ist, dass wir ein bisschen unsere Leistung reduzieren auf 800 Lipp-Pounds, weil wir müssen einen Sprit aushalten hier. Und Sie sehen, unser Kraftstoffverbrauch, der ist ja schon deutlich gesunken, je höher wir fliegen. Das ist ein klassisches Turbinenphänomen. Dünnere Luft, effizient, die sind für große Höhen gebaut, die Turbinen. Da fliegt man nicht mit am Boden näher rum oder nicht unterhalb 10.000 Fuß, da sind die sehr ineffizient. So, dann gehen wir jetzt hier so um die 850 Pounds. Schön langsam reduzieren die Leistung. Ist eine Zwei-Wellen-Turbine. Und die Zwei-Wellen-Turbinen reagieren langsam, ne? Weil sie eben eine Gasturbinenstufe und eine Antriebsstufe haben. Entschuldigung. So, und jetzt beschleunigt das Flugzeug dann auch ein bisschen. Wenn die Zielhöhe gleich erreicht hat. So lange nagel ich ihn ja hier fest. Und so habe ich auch einen smoothen Übergang dann auf meine Reiseflughöhe. Und das ist auch für die Passagiere angenehm, dann macht das hinten die Schwupp. Ja, und die Kaffeetassen fliegen vom Tisch. Comfort Flying müssen Sie auch dran denken. Also es ist nichts für Helden.
dieser Art von Fliegerei und schon gar nichts für Hasardeure. Und man hat früher mal immer gesagt, wir nehmen die Leute vom, oder die Militärpiloten, die ehemaligen, auch bei den Airlines. Diese Zeiten sind vorbei. Die werden nicht mehr so gerne genommen, beziehungsweise die werden heute auch anders ausgebildet. Und wenn das Kampfpiloten waren, die haben in einem Verkehrsflugzeugcockpit so schnell nichts verloren, bevor die sich nicht komplett umgewöhnt haben. Denn das, was sie da fliegen, sind zahlende Gäste. Die wollen nicht nur sicher ankommen, die wollen auch komfortabel ankommen. Und das dürfen sie nicht unterschätzen, sonst haben sie keine Kunden mehr und dann sind sie pleite mit ihrer Airline. So schnell geht das dann nicht. So. Und ich habe schon viele Airlines sterben sehen, die nicht in der Lage waren, ihren Vertrieb vernünftig zu machen und auch ihre Kunden zu halten. Und mein Schwerpunkt lag immer darauf, Sicherheit mit Kundenfreundlichkeit zu verbinden. Ja, das ist manchmal nicht ganz einfach. So, jetzt kommen wir hier über eine größere Gebirgs, das ist Terrain, ne, was Sie hier sehen. Wetter haben wir jetzt im Moment hier keins. Obwohl ich Nexrad habe ich ja laufen. Nexrad ist ein synthetisches Wetterbild, was ich habe. Aber ich habe ja hier auch kein Wetter. So, und das zweite Unschöne, was auch im Simulator immer nicht so gemacht wird, da wird immer möglichst Triebwerks läuft auf der Runway und dann ab vom Hof. Und dann möglichst spektakulär. Oder diese berühmten Szenerien, die aus Microsoft herauskommen, Landeherausforderungen, da fliegen sie immer gleich nur Anflüge. Das wird natürlich im Simulator-Training im ATPL dann auch gemacht, wo man Zeit und Geld sparen will, es darauf ankommt. Aber die reale Fliegerei nachher live im Leben, die funktioniert anders. Da verbringen sie erstmal eine Stunde mindestens vorher damit. Flugvorbereitung, Lauferei, Maschine in der Kälte frei machen. Im Winter ist das nicht angenehm oder im strömenden Regen. Und da haben sie im Bereich dieser Art von Werksverkehr oder einfachen in dem Privatfliegereibereich, wozu auch die Privatjets ja gehören, dieser Business Aircraft Bereich, haben sie nicht immer Leute, die ihnen das alles machen. Ne? Dann müssen sie das machen als Pilot. Oder wenn sie zu zweit sind, zu zweit. Und dann können sie auch nicht ihren Co-Piloten ständig scheuchen, dann hustet er ihnen was. Also das ist ein Team. Und auch da wird heute grobes Housemanagement gemacht. Das heißt, sie frieren sich erstmal die Hacken ab, werden nass, müssen den Flieger klar machen, müssen sich noch vielleicht noch Catering kümmern, dann ist dies nicht in Ordnung, ist die Kiste nicht richtig sauber, weil die irgendeiner schmutzig zurückgebracht oder hingestellt hat mit Vorcrew. Passiert nicht selten, gerade bei den kleineren Business Aviation Betreibern. Und ich kann Ihnen da auch ein Lied von singen aus meiner eigenen Airline, die ich ja, können Sie in meinem LinkedIn-Profil sehen, betrieben habe über längeren Zeitraum zusammen mit einem größeren Unternehmen, was die Lizenz gestellt hat. Ich habe die Flugzeuge betrieben und auch da hatte ich das Problem, obwohl ich gute Crews hatte, das schon mal vorkam. Damals durfte noch geraucht werden im Cockpit, dass dann die Aschenbecher noch nicht leer gemacht waren oder die Gurte nicht richtig zusammengelegt waren oder. Und so lässt man halt in so einem Flugzeug, wo die Leute zwischen damals, was nicht, 1000 Mark und 3000 Mark pro Stunde bezahlen müssen, kein Einsteigen. Da müssen sie sich darum kümmern, dass die Passagiere nicht einfach so durch den Regen zum Flugzeug gehen müssen, dass jemand die Regenschirme hält und, dass jemand das Gepäck vernünftig einlädt. Das machen auch die Piloten selber. Das ist bei einer Airline natürlich nicht so. Da machen sie aber auch ihren Rundgang. Erster Offizier oder Kapitän macht seinen Rundgang selber und muss das auch bei schlechtem Wetter machen. Auch die haben eben die Briefingzeiten im Briefingraum. Das ist natürlich mit Hilfe, mit dem Dispatch und so weiter alles ein bisschen einfacher als in der Businessfliegerei, aber es ist nicht grundsätzlich eine andere Anforderung. Und das fällt natürlich im Simulator häufig weg und ich versuche Ihnen immer so ein bisschen davon mitzugeben, vielleicht den einen oder anderen langweilt das trotzdem, und dass ich Ihnen die Flugvorbereitung ein bisschen mitgebe und auch mal die Rahmenbedingungen, unter denen das Ganze stattfindet, wenn man es wirklich wirklichkeitsnah machen will. Ja, und jetzt sagen, eine liebe Mail habe ich bekommen, da sagt er, einen wackeligen Piper über den Atlantik fliegen. Ein Airbus würde hier in der Höhe genauso wackeln, der würde natürlich jetzt ein bisschen höher fliegen, hätten wir aber heute keinen Vorteil von, weil die Clear-Air-Turbulenz mit zunehmender Höhe größer wird als hier. Ja, das heißt, wackeln tun die alle ein bisschen. Diese Art von Flugzeug, die M500, aber auch die kleinen Jets, sind an sich schon sehr komfortable, stabile Flugzeuge. Und wenn Sie sich mal angucken nach hinten, da kann man es gut drin aushalten in den Dingern.
Ja, wenn Sie da hinten so, wenn Sie zu zweit, zu dritt da drin sitzen, haben Sie es schon recht komfortabel, ne? Da, das geht schon. Und wir haben ja hier auch die Möglichkeit, jetzt ist nicht zu sehr turbulent, ich würde jetzt eben bitten, locker angeschnallt zu bleiben da. Kann ich sagen, gut, Cabin-Komfort, ein kleines Käffchen können wir schon ausgeben. Ne? Das ist jetzt nicht so das Problem. So, Sie hören da einfach mal klapp, 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 klapp. Dann gucken wir mal nach hinten. Hier können wir aus dem Fenster gucken. Wenn wir dann gucken, da gibt es dann auch schon mal ein Käffchen. Ne? Also Tisch ausgeklappt, das haben wir hier auch. Ja? Und sowas haben wir auch an Bord. Auch schon in dieser Flugzeugklasse. Das ist so die Flugzeugklasse, die hauptsächlich im Werkverkehr geflogen wird. Selbst fliegender Unternehmer oder mit dem angestellten Piloten. Muss dann auch eine CPL-Lizenz haben, also eine Berufspilotenlizenz, der dann nur für das Unternehmen oder für Unternehmenszwecke, meistens die obere Geschäftsleitung, aber manchmal auch Techniker fliegt, die schnell von A nach B kommen müssen. Habe ich auch schon viel gemacht. Lernt man auch interessante Destinations kennen und fliegt nicht immer nur diese Ölkanoten, die irgendwann langweilig werden. Wird das irgendwann Routine? Ja, es wird alles irgendwann auch Routine. Wobei ich immer fand, für mich war dann in dieser Art Fliegerei alles doch immer noch relativ abwechslungsreich, weil sie auch mit den Menschen ganz anders zu tun haben. Als Verkehrspilot kriegen sie von ihren Passagieren so gut wie nichts mehr mit. Aber hier lernen sie die noch kennen, sie entwickeln, wenn die häufiger wiederkommen, auch einen persönlichen Draht zu denen, kennen ihre Vorlieben. Das ist schon eine sehr angenehme Fliegerei. Und die fliegt man eben ab dieser Flugzeugklasse bis hoch eben zu den Challenger Jets, die ganz großen dann und die Falcons. 50 ist ja 80 oder wie das Ding jetzt mittlerweile heißt. Diese drei Strahler. Und wenn wir mal nach Samedan gehen, das ist ja auch ein Wunsch von Ihnen, dass ich in die Schweiz mal fliege, da kann sogar eine A320 mit einem Gewicht bis 66 Tonnen landen, das ist Star Certified. Da haben Sie dann schon sag ich mal, die Leute an Bord, wo wir nicht mehr über Millionen Einkünfte, sondern über Milliarden Einkünfte. Ich habe mal 2 Jahre auf Mallorca verbracht in diesen Kreisen, weil ich dort im Yachtgeschäft tätig, im Großyachtgeschäft tätig war. Auch nur Menschen kochen, auch nur mit Wasser. Wir gehen mal hier ein bisschen in die Range rein. So. Und jetzt wollte ich Ihnen noch mal einmal kurz die Wetterlage zeigen. Dazu gehe ich hier mal in mein Wetter. Programm in die Profikarten und dann gucken wir uns mal eben die Frontenlage an. Da können Sie es eigentlich ganz gut sehen. Mache ich mal raus. Das ist jetzt der professionelle Account von Wetter Online und das ist die Karte von 7 Uhr heute Morgen. Ich gucke mal, ob ich eine bessere habe hier. Das ist die 7 Uhr Karte von den. Da gibt es von den Engländern eine bessere, das ist die holländische, die ist ein bisschen übersichtlicher, aber wir können mal die UK Met Office Karte nehmen, ein bisschen größer machen. So, da sehen Sie, ist nicht ganz vom Bild so schön, ist aber aktueller, glaube ich. Die ist 12 Uhr UTC, also 14 Uhr, vor kurzem. Hier sind wir gestartet und wir fliegen jetzt hier runter Richtung England und da fliegen wir durch dieses Frontensystem. Und dadurch haben wir hier auch diesen Jetstream, den ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, da in der Karte. Und hier haben wir es auch mit massiver Turbulenz dann zu tun, höchstwahrscheinlich. Da kommen wir aber rein. Hier sind wir auf der Vorderseite dieses rotierenden, gegen den Uhrzeigersinn rotierenden Frontensystems. Und hier liegt dieses Zentraltief und das hat Randtief, ups, das war jetzt nicht gut, das hat Nebentiefs gebildet. Ja. Und zwar jetzt mittlerweile, das hat sich auch schon richtig bemausert hier, wird immer stärker. Und dieses Tief erhascht uns auch zu Ostern. Das heißt, wir werden um Ostern einen Temperatursturz bekommen. Samstag wird das nochmal auf der Vorderseite schön warm in den meisten Gegenden hier. Das ist die Vorderseite. Und wenn das dann durchrauscht, das Ding, und von Norden die Luft zieht oder von Nordwesten die Luft zieht, dann geht das Sonntag, sage ich mal, um die 20, 22 Grad mal zackig runter auf 14. Und dann am Dienstag, wenn wir auf die echte Rückseite kommen von diesem Komplex, dann auch mal runter auf 8 Grad. Und Regen, Regen, Regen. Also genießen Sie nochmal die Tage morgen vor allen Dingen und Ostersonntag ist auch nochmal für die meisten Gegenden ganz gut, zumindest hier im Norden. Samstag wird der schönste Tag und das war es dann erstmal mit dem schönen Wetter.
dann ist es vorbei. An diese Karten kommen Sie immer nur mit Profizugang ran. So, und dann haben wir das auch einmal geguckt. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal an, ob hier nochmal irgendwas dazugekommen ist. Wir können uns hier eine Menge aussuchen, an, zum Beispiel die Turbulenzen anzeigen. Sie sehen, da fliegen wir auch in die erste Turbulenzzone einer Front ein. Und hier haben wir es dann auch nochmal. Und wir haben hier den Level 220. Jetzt könnte ich mal gucken und sagen, macht Sinn, die Flughöhe zu wechseln, zum Beispiel tiefer zu fliegen. Nö, macht keinen Sinn. Ne? Höher würde Sinn machen, würde aber höchstwahrscheinlich mit meiner Temperatur nicht einhergehen. Bis Level 300 kann ich das Flugzeug fliegen, es ist certified. Aber werde ich wahrscheinlich ein Temperaturproblem kriegen. So. Also werden wir uns mal mit 230 so ungefähr vergnügen und gleich das hinnehmen, dass es, nun muss der Kaffee ausgetrunken sein. Und das ist immer, wenn Sie in Urlaub fliegen und es kommt die Durchsage in der Kabine. Der Kapitän hat die Anschnallzeichen eingeschaltet. Wir durchfliegen eine Zone unruhigen Wetters und Sie sehen aber draußen nichts. Sie sagen, wieso ist alles gut? Und ist auch noch alles ruhig. Der weiß das dann schon, dass das kommt oder sehr wahrscheinlich wird, dass es turbulent wird. Und dann macht er die an, damit da hinten nicht Verletzungen entstehen. Dann wird auch der Service eingeschränkt oder eingestellt. Die meisten Unfälle und Emergencies, die wir haben in der Verkehrsluftfahrt, sind verletzte Passagiere durch Teile, die umherfliegen oder durch, dass sie hinfallen oder umfallen, wenn sie also doch aufs Klo müssen und dann in Gang reinfliegen oder eben durch herabfallende Gepäckstücke, weil sie oben an ihren Gepäckräumen, an Gepäckfächern rumgewühlt haben, dann andere oder sich verletzt haben. Das sind die meisten Fälle, die vorkommen und die zweitmeisten sind Herzinfarkte oder eben Schlaganfälle oder sowas. Tritt da oben auch häufiger auf, weil 60% aller Passagiere haben Flugangst. Das sieht man auch, wenn man das Flugzeug startet und mal in die Kabine guckt, dann die, die starr gerade ausgucken, beide Hände am Sitz, die fühlen sich nicht wirklich wohl bei der Nummer. So, jetzt sind wir mitten über dem schönen Island, gehen schon wieder in die flachere Zone rein, kommen aber gleich in eine Turbulenz höchstwahrscheinlich, das gucken wir mal. Wir gucken uns nochmal den Wind an. Ist nicht so stark zum Glück. Für diese Höhe mit 12 Knoten ist es eigentlich relativ kommod. Das heißt, wir haben immer eine Groundspeed von 216. Wir haben noch eine Distanz zurücklegen von 327 Meilen. Das heißt anderthalb Stunden. Also mit den 2 Stunden 3, 2 Stunden 5 Minuten ganz gut. Ich hoffe, der Wind wird. Wir drehen gleich noch ein bisschen südöstlicher den Kurs. Und ich hoffe auch, dass der Wind, und das soll er auch, noch ein bisschen südlicher dreht. Laut Vorhersage. So, die Temperatur oben ist eigentlich okay mit 40. Fuel minus 24. Aber höher fliegen macht nicht wirklich Sinn. Und deswegen lassen wir das mal so. So, wir machen mal einen kurzen Fuel-Check. Das mache ich zwischendurch. Mache ich mal einmal die Stunde. Warum? Es könnte ein Leck im Tank sein. Ich verliere Kraftstoff. Und ich merke das jetzt so gar nicht. Ich hatte das tatsächlich mal, ich letzte Mal schon erzählt, bei einer 340er, da habe ich Kraftstoff verloren über einen der Tanks. Es waren zum Glück 7 Tanks und es war nur einer der Nebentanks. Die Lockertanks hinten hinterm Triebwerk, der hat was verloren, aber das ist kein schönes Gefühl. Jetzt gucke ich mal, wir haben 977 Pounds, hier ist noch alles in Pounds gerechnet. Und wir verbrauchen 100, sagen wir mal 180 die Stunde zu 900, das ist eine ganz grobe Rechnung. Sagen wir mal 200 zu 800 mit allen Reserven, dann haben wir immer noch 4 Stunden da drin. Passt. Ne? Brauche ich mir keinen Kopf machen. Da komme ich auch noch weiter zum Alternate nach Schottland, falls uns doch der Seitenwind einen Strich durch die Rechnung macht. Was ich nicht hoffe. Vaga. Vaga ist auf den Faroes der einzige Flugplatz. Dort ist auch die Fluggesellschaft von. Hier nochmal ein Blick aufs letzten Blick aufs isländische. Insel, hier schneebedeckte Höhenlagen her. Und da geht es dann Richtung Atlantik. Hier wird die Insel schon grün um die Jahreszeit. Ja. Ist schon schön. Lohnt sich auch mal in Urlaub hinzufahren.
Iceland Air fliegt da relativ günstig hin. So, und in Faroe, da war ich stehen geblieben, da gibt es auch eine eigene Airline. Ich glaube, Faroe Airlines heißt das Ding auch. Die fliegen auch zwei 320er, ein Neo und ein Nicht-Neo. Wollen aber auf Neo gehen und die landen eben auch in Vaga. Vaga ist so ein 1790 Meter Piste. ANAV Approach, auch ein ILS Approach in eine Richtung, den kann man heute aber nicht fliegen, weil wir von der anderen Seite kommen, wir haben östlichen Wind, da muss man ANAV fliegen, ziemlich tricky der Anflug, hohen Descent Gradienten hat sie auch von fast 4 Grad, jetzt für die Piper nicht so die Herausforderung, aber für den Airbus, hat auch da eine Gewichtsbeschränkung, darf da auch nicht so schwer fliegen das Ding, Entschuldigung, und ich habe mir die Szenerie hier runtergeladen für Vaga, schon vor einiger Zeit, war da aber auch lange nicht mehr jetzt, weder live noch im Simulator. Und die Szenerie ist sehr schön, die ist also besser als das, was Microsoft Standard im Ultimate hat. Kostet irgendwie, weiß nicht, bummelig, 11, 12 Euro, glaube ich, hat die gekostet. Können Sie sich über den Marketplace laden und das ist wirklich schöne Ecke. Faröer ist auch eine nette Ecke, aber sehr windig. Eine der windigsten Regionen, die Sie bereisen können da im Nordatlantik. Jo. Und warum ist man da recht selten, auch als Ferryflieger? Man fliegt meistens von Reykjavik direkt nach Schottland durch, um dann direkt zur Destination zu kommen. Das wäre in unserem Fall ja Kassel. Ich werde mal kalkulieren, ob ich mit ein bisschen Glück direkt nach Kassel komme. Und das ein bisschen drauf ankommen lassen. Da kann ich zur Not einen Elternet nehmen, der irgendwie auf 2/3 der Strecke liegt und den dann nehmen, falls der Sprit dann doch nicht reicht. So macht man das auch beim Ferryfliegen. Da ist man nicht ganz so auf Nummer sicher wie bei den Airlines. Da können Sie sowas ja nicht machen. Aber das soll man auch nicht machen. Aber beim Ferry können Sie sagen, na, mir ist das egal, ob ich dann da oder da lande. Wenn das vom Wetter her machbar ist, dann weicht man eben aus wegen Sprit, weil der Sprit nicht reicht, weil der Wind sich anders entwickelt hat oder weil es zu knapp kalkuliert war. Wichtig ist, dass man nicht seine Anflüge mit dem letzten Tropfen Sprit macht, sondern immer seine berühmten 45 Minuten Reserve hat, die man möglichst dann auch nicht anknabbert. Also das wären in unserem Fall rund 250 Pfund Sprit, die ich hier immer drin haben muss, ausfliegbar, ne? Ausfliegbaren Sprit. Sie haben immer ein Kontingent drin, was nicht ausfliegbar ist an den Tanks. Ich sage mal, so Tanks wie bei der Piper, da sind ungefähr auch so 100 Pfund nicht ausfliegbar. Also da müssen Sie, ich sage mal, 300 Pfund müssen Sie schon noch haben. Und Sie sehen dann auch, wenn Sie sich mal die Tankanzeigen hier angucken, der rote Bereich fängt hier sehr spät an, aber der gelbe Bereich fängt auch so bei 100 Pfund an, also 200 Pfund, ja, da kann man die doch ziemlich weit ausfliegen. Da kann man sie doch auf 100 Pfund schon ausfliegen insgesamt. Im roten sollten sie nicht fliegen, aber eigentlich soll man immer im grünen Bereich bleiben. Also unter 200 hier in Summe, also unter die 100 gehe ich nicht, das ist dann wirklich der kritische Bereich und da wird auch die Luft dünn. Ne? So, Sie sehen, die sinkt so langsam mit, die Fuel Temperature. Aber wir haben hier keine Außentemperatur von minus 41, sondern ich habe genau auch den Flight Level so gewählt deshalb, dass das so passt. Und da wir im östlichen Halbkreis fliegen, eben auch einen ungeraden Fluglevel, genau, Flight Level. Obwohl man sich heute auch nicht mehr so 100 Pro dran hält, das hängt ein bisschen von den Freigaben ab. So, meine Damen und Herren. Bevor ich also jetzt einmal zu dem Thema komme, Kommunikation, wo ich Ihnen nochmal etwas sagen wollte, was Sie auch im Privatleben gut verwenden können. Das Crew Resource Management besteht ja aus dem, also die Zusammenarbeit der Piloten oder auch für Single Pilot gibt es mittlerweile auch eins, was man im Unternehmen dann in eine lernende Organisation überträgt. Das ist ja so mein Thema. Das besteht aus den 5 wesentlichen Elementen. Kommunikation, Führen in einer Hierarchie, Entscheidungsfindung unter Druck, also da, wo es keine Verfahren gibt und keine Checklisten für gibt. Und das kommt häufiger vor, auch in der Luftfahrt, als man denkt. Allein aus Wettergründen muss man häufig Entscheidungen treffen, die man vorher nicht irgendwie vorbereiten kann. Oder aus technischen Gründen oder wenn Sie Medical Emergency oder irgendeine Emergency haben. Es ist nicht alles in den Checklisten im Handbuch abgebildet, was an Kombinationen auftreten kann. Das ist ein Irrtum. Oft treten auch Sachen auf, wo Sie entscheiden müssen. Früher war das so, da war das Handbuch verpflichtend bindend. Das heißt, es musste sich nach Handbuch verhalten werden. Punkt. Ende Gelände. Das hat zu schweren Unfällen geführt.
weil manchmal das Handbuch eben Situationen nicht vorhersehen konnte, die eingetreten sind. Und deswegen steht heute der Satz über den Handbüchern, die Verfahren sind verbindlich, sofern es die Situation zulässt. Das ist auch eine Erkenntnis des Q-Resource-Management, des Threat- and Error-Managements da drin, also Entscheidungsfindung, dann kommt das Stressmanagement und das fünfte Kompetenz ist nämlich das Fehler- oder heutiges Threat- and Error-Management. Und da hat man die Erkenntnis gehabt, auch Checklisten sind fehlbar, auch Verfahren sind fehlbar und wenn der Kapitän entscheidet, ich halte mich nicht dran und er kann das begründen, dann darf er das. Ja? Er trägt natürlich dafür die Verantwortung, was er da tut. Aber wenn Sie mich fragen, wie oft ich schon gegen Checklisten bewusst verstoßen habe, weil das so nicht geht, da reichen 50 Mal nicht aus. Ja. Gerade wenn die Flugzeugmuster relativ neu sind oder die Equipments neu sind, können sie häufig, sind die noch nicht so ausgereift. Und die Checklistenverfahren werden ja auch ständig überarbeitet, eben aus dem Threat- und Error-Management werden die auch ständig verbessert. Gilt übrigens auch für diese Klasse. So, jetzt sehen Sie schon, wir kommen in den Frontenbereich rein und damit auch gleich höchstwahrscheinlich in die Turbulenzzone rein. Und wenn ich jetzt in die Wolken einfliege, dann mache ich immer die Pop-Enteisung ein. Ja, das ist eine elektrische Beheizung der Propellerblätter, der Wurzeln, der unteren der Propellerblattwurzeln. Surface-Eis brauche ich hier nicht, weil ich höchstwahrscheinlich bei den Temperaturen kein Eis habe. Aber hier gehe ich auf Nummer sicher. Ich glaube nicht, dass wir Eis kriegen. Dafür ist einfach die Luft zu trocken. Die größte Eisgefahr besteht zwischen plus 5 und minus 10 Grad. Und dann natürlich in Verbindung mit Niederschlag. So, aber hier haben wir es nicht. Und wenn Sie auf die Flächen gucken oder so, das ist eine dünne, helle Bewölkung. Da steckt nichts drin. Alto Cumulus oder, na, wie heißt es schon? Alto Stratus eher. Sehr hoher Stratus. Wenn wir jetzt ein Airliner wären und dann eine 320 oder sowas oder eine 757, 76, 777, dann könnten wir höher fliegen natürlich. Ohne, dann würden wir auch höher fliegen und dann wären wir höchstwahrscheinlich drüber, hätten aber nicht weniger Turbulenz. Die Clear-Air-Turbulenz nimmt beim Jetstream, weil der in der Haupthöhe zwischen Level 290 und 310 verläuft, habe ich vorhin gesehen. Wir sind jetzt mitten im Turbulenzfeld drin. Hält sich ja echt hier in der Höhe noch in Grenzen. Da fliegt nicht der Kaffee weg, dann kann ich also ganz gut mit leben, würde mir die Höhe auch nichts bringen. Und was mache ich, wenn ich jetzt in sehr große Turbulenzen komme? Clear Air, also keine wetterbedingte oder sichtbare wetterbedingte Turbulenz, keine Wolken. Ich fliege also in den blauen Himmel und habe auf einmal Turbulenz, das nennt sich Clear-Air-Turbulenz. Die wird meistens durch diese Jetstreams ausgelöst, durch einen Knick im Jetstream oder eben Luftmassen, die abknicken oder sind ja schnell laufende Windbänder, diese Jetstreams mit bis zu 300 km Wind. Dann wechsle ich die Flughöhe, das ist eine Option, die ich machen kann. Oder ich muss eben sagen, alle festschnallen, bis wir durch sind. Ne? Geschwindigkeit anpassen, fliege jetzt hier nicht im kritischen Geschwindigkeitsbereich, aber beim Airbus muss ich dann auch schon mal runter auf 260 oder 250 Knots, je nachdem, wie schwer die Turbulenz denn mal kommt. Da gibt es für jedes Flugzeugmuster eine Vorschrift, Turbulenz Airspeed, welche Sie dann fliegen müssen. Da wir hier weit im Grün sind, das ist ja die Indicated Airspeed, daraus errechnet sich die True Airspeed und die Ground Speed. Diesen Unterschied sollte ein Pilot geflissentlich kennen, sonst ist er irgendwann nämlich mal tot. Das liegt eben daran, weil diese Systeme alle barometrisch funktionieren. Fahrt, Vario, Höhe. Und in der Luft, je zunehmender Höhe die Luft dünner wird, kann natürlich auch das Staudruckrohr nicht mehr so viel Druck anzeigen sozusagen. Und das wird die angezeigte Geschwindigkeit immer niedriger, je höher sie kommen. Aber man korrigiert diesen Wert eben um die Höhe und auch um die Temperatur eigentlich. Diese Temperatur heißt dann aber Calibrated Airspeed. Das wird heute hier nicht mehr im Flugzeug angezeigt, bei den alten Fahrtmessern noch, sondern man nimmt hier die True Airspeed und Sie sehen, die Differenz ist nicht ohne. Ja? Rund 160 zu 223. Und wenn wir noch höher fliegen, wir die noch höher und je niedriger wir fliegen, desto niedriger ist auch diese Differenz. Und die Ground Speed, das wird dann noch um den Wind korrigiert. Wir haben einen Wind von auf die Nase mit um die 18 Knoten. Ziehen wir dann hier nochmal ab und dann liegen wir ungefähr bei 211.
da der um die 10 Knoten, jetzt eigentlich 10 sind es im Mittel, der kommt noch nicht ganz von vorne. So 211 zu 223, das sind die 11, 12 Knoten, die uns hier auch im Schnitt auf die Nase pusten. Und je nachdem, wie der Winkel des Windes ist, haben Sie eine sogenannte Vektorrechnung, ein Dreieck, wo Sie die Windgeschwindigkeit ausrechnen können. Früher hat man das tatsächlich noch per Hand und Dreieck und Schieberechner von Aristo gemacht. Da hatte man so einen Windrechner drauf. Ich habe so ein Ding, glaube ich, noch, muss ich Ihnen mal nächstes Mal zeigen. Heute brauchen Sie das alles nicht mehr. Das zeigt Ihnen alles das Tablet automatisch an, beziehungsweise Ihr Vorflight-Programm, was Sie ja auch, Sie haben ja im realen Flugzeug nicht SIM-Brief, sondern Vorflight oder ein Garmin-Software auf dem Tablet laufen noch dazu. Da hängt auch ein Tablet tatsächlich wie hier auch so in der Nähe. Hängen Sie sich da hin oder Sie haben es auf dem Schoß oder irgendwo auf den Steuerknüppel geschnallt. Das macht jeder ein bisschen anders und jedes Flugzeug muss dann ein bisschen anders. Dann passt das so. So sehen, die Temperatur hat sich auch wieder eingerichtet hier. Passt alles wieder. Gut. Mehr als 22 Grad habe ich auch nicht gerne in der Kabine, weil die meisten Airliner sind mir überheizt, dann werde ich müde. Ne? Ziehe ich mir hier mal eine Strickjacke an. Die meisten Flieger haben auch übrigens auch bei den Airlinern hier auf ihren Pilotensitzen kein Leder drauf. Das sieht zwar schick aus, sondern eben da Fellbezüge drüber, Lammfellbezüge drüber gelegt, weil man eben sehr schnell sich durch Zugluft hier einen steifen Nacken oder Schmerzen im Rücken holt oder einen Ellbogen, der sich entzündet am Gelenk, weil sie überall Zug gekriegt haben. Weil oben im Kopf ist es immer sehr warm, am Fuß immer sehr kalt bei diesen Fliegern. Ja, jetzt fliegen wir so, weil wir durch den Frontensektor fliegen, so, die ich Ihnen eben gezeigt habe, so ein bisschen durch Wolken. Das ist aber unkritisch. Ich würde jetzt auch die Passagiere informieren, kurz, wir haben jetzt ein bisschen Bewölkung, hier und da vielleicht mal einen kleinen Ruckler drin. Aber das wird nachher wieder besser. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir mal 15 Minuten Päuschen. Also in der Moderation. Das Flugzeug lasse ich natürlich weiterfliegen. Und dann werde ich mich mal mit dem Thema Kommunikation kurz mit Ihnen unterhalten. Und wir haben jetzt noch 277 Miles to go. Und dann werden wir mal sehen und langsam den Anflug dann auf Vaga vorbereiten und gucken, ob wir da auch wirklich runterkommen. Wir haben jetzt 15 Uhr 8, also sage ich mal 23 etwa geht es weiter. Und ich blende Ihnen dazu auch wie immer kurz mein Pausenzeichen ein hier. Und können Sie sich auch einen Kaffee holen, ich hole mir ein kleines Teechen. Bis gleich.
So, da bin ich wieder und begrüße auch die Dazugekommenen. Hallo Herr Gosch, hallo Andi T. Ja, ist ein bisschen von der Zeit heute unglücklich mit 14 Uhr. Aber wenn ich so lange fliege, dann ist im Moment für mich schwierig, das abends zu machen, weil ich auch sehr viel zu tun habe. Und ich werde mich mal auf so eine Zeit einschießen jetzt, die ich dann auch häufiger mache, wo ich will das ein bisschen intensivieren, weil ich das Format noch ein bisschen ausbauen will, auch Richtung dann Nutzung in den Unternehmen. Und will mal sehen, dass ich mich so auf 16 Uhr, 16.30 immer so in 1-2 Stunden Formaten dann konzentriere und das mehrfach wöchentlich dann auch konsequent mache. Jetzt hat mich ein bisschen meine Krankheit da ein bisschen ausgenockt, meine Erkältung, aber die ist ja nun auch überwunden. Das kann natürlich immer mal passieren. So, wie Sie sehen, fliegen wir jetzt ein bisschen in lockeren Wolken. Das ist, weil wir jetzt im Frontengebiet passieren. Das sind die Tops sozusagen. Es ist aber hier kein großes Wetterereignis zu erwarten. Sie sehen das hier. Das ist jetzt keine Turbulenz oder Siegmenz oder sowas drin. Eis bei den Temperaturen sowieso nicht mehr bei minus 41 Grad, aber in Bewölkung. Und ich habe mich jetzt eben schon mal mit dem Anflug auf Vaga beschäftigt, dass wir die NDB und Frequenzen rasten. Wir werden aber ein Anti-Ice-On, ja, Herr Gosch, Anti-Ice-On, jetzt müssen wir ein bisschen auf die Temperaturen gucken. Ich habe das eben geguckt. Prop-Heater mache ich sowieso immer an, wenn sobald ich nur Wolken einfliege. Das habe ich auch schon längst an, den habe ich schon gesagt, geraumer Zeit an. Aber Anti-Ice, Wing-Anti-Ice brauche ich nicht anmachen. Denn bei minus 41 Grad. Hier haben wir das, wenn wir kein Eis kriegen. Hier. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Das ist viel zu trocken bei den Temperaturen, als dass irgendwie Eis anhaftet. Eis haftet dann an, wenn Sie feuchte, unterkühlten Wasserdampf haben, der einen Kristallisationskern sucht, wie beim Regen, der jetzt, sage ich mal, durch warme Luft, aus warmen Luftschiffen in kalte fällt zum Beispiel. Oder bei Wolken, die keine Kristallisationskerne haben und so bis minus 10 Grad sind. Und dann wird bei Berührung mit dieser Feuchtigkeit, bildet das Flugzeug einen Kristallisationskern aus und dann bildet sich an den Flügelvorderkanten oder an den Leitwerkskanten Eis. Beim Propeller sieht das ein bisschen anders aus, weil der hat natürlich das eine hohe Drehzahl, auch einen Unterdruckeffekt da drin. Und an den Propellerblättern, die Propellerblätter sind ja nichts anderes als kleine Mini-Tragflächen sozusagen, die das Flugzeug dann vorantreiben. Die sind ja auch profiliert und da entsteht ein Unterdruck, genauso wie ein Unterdruck ja auf der Tragfläche entsteht, nur hier in einer ganz anderen Dimension. Und dadurch kann das im ungünstigen Fall dann auch mal noch Eis geben, wenn die Temperaturen etwas niedriger als minus 10 liegen. Beziehungsweise kann sogar Eis geben, wenn sie über plus 5 liegen, aber ich mache die aus Sicherheitsgründen immer an. Das ist elektrischer Strom, der da verbraucht wird. Das ist also minimaler Kraftstoffmehrverbrauch von, weiß nicht, 8, 9, 10 Ampere. Ist das nicht. Und dann lasse ich das laufen, weil am Prop will ich möglichst kein Theater haben, vor dem ich nur einen habe. Das ist eine wirklich sehr prophylaktische Maßnahme. Normal hätte ich auch da kein Eis jetzt. Was noch beheizt wird, normalerweise sind die Inlets vorne für das Triebwerk, der Ansaugkanal, aber das wird automatisch hier gemacht scheinbar, weil hier gibt es keinen Schalter in der Maschine. Die meisten haben noch so einen Inertial Separator, wo sie dann die Ansaugluft umleiten können, der auch bei Start und Landung eingeschaltet werden muss. Bei dem PT6 ist das eigentlich üblich, warum die M500 das jetzt nicht hat, kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich die gar nicht von live kenne. Die M600 hat das. Aber viele haben heute auch das im Automatikbetrieb laufen. Also das heißt, dass sie sich darum dann nicht mehr kümmern müssen. Ja? Es gibt auch kein Sicherungssystem dafür. Ja? Deswegen. Und jetzt sehen Sie hier ein bisschen mehr. Hier wird ja nur Niederschlag angezeigt, und zwar Nexrad. Wir könnten uns jetzt mal die Mühe machen, würde ich auch im Ernstfall sagen, ist das denn tatsächlich nur, ist das denn Wetter, was auch tatsächlich existiert? Dazu müssten wir dann mal das Wetterradar kurz in Betrieb nehmen. Das können wir ja machen. Und sagen so, machen wir an, Wetterradar, so, und dann gucken wir mal, ja, wir haben hier tatsächlich ein bisschen Wetter in der lateralen Ebene, 30 Meilen Bereich, leichten Niederschlag, leichten bis mittleren Niederschlag, rechts von uns, mal ausgucken, ja, könnte sein, so, aber da haben wir dann, hier hinten lockert schon wieder auf. Und jetzt ist das allein aber nicht aussagekräftig, denn wir müssen auch noch die Flughöhe berücksichtigen dabei. Sagen, ist das überhaupt auf unserer Höhe oder ist das unter uns oder über uns?
Und das kriegen wir natürlich relativ schnell raus, indem wir hier einmal nochmal draufklicken, beziehungsweise hier auf Back gehen und dann hier auf Vertikal gehen. Und dann werden Sie sehen, das ist unter uns. Ne? Das ist die Achse unserer Flughöhe. Wenn ich jetzt ein bisschen die Range verdrehe hier, so, dann sehen Sie, dass das deutlich unter uns ist. Ne? Also hier fliegen wir und das sind, also das liegt ungefähr minus 15.000 Fuß. Das heißt, der Niederschlag bewegt sich so bis Level 120, 130. Und ich habe auch eine Vereisungswarnung auf der Karte gesehen bis Level 140. Das deckt sich ja so in etwa. Ne? Also wir haben damit jetzt nichts zu schaffen, selbst wenn wir hier ein bisschen in den Wolken fliegen. Fliegen wir nicht im Niederschlag. Ne? Und das ist auch begrenzt, das Feld. Also das heißt, so die nächsten 10 Meilen noch und dann ist der Drops auch gelutscht. Ja. Das ist sowieso alles rechts von uns. Und wenn ich das jetzt ein bisschen hochdrehe, dann sehe ich es wieder. So 40 Meilen zeigt er eigentlich an. So, das ist die Reichweite, die Standardreichweite für solche Dinger. Kann ich aber wieder ausmachen. Da bleibt man entspannt. Also wenn man so ein Equipment hat, das vielleicht auch nochmal dazu, da muss man wissen, wie man es bedient. Ich habe schon relativ häufig Piloten erlebt, die hatten Wetterradar und das sind dann, es gibt ja auch PPLer, die so ein Flugzeug fliegen und dann aber gar keine IFA-Lizenz haben, aber so ein Flugzeug haben und das auch mal selber fliegen. Kommen gar nicht so selten vor, vor allem in den USA, dass die Dinger ohne IFA-Berechtigung geflogen werden. Auch in der PC-12 habe ich neulich mal einen Unfallbericht gelesen, wo der Pilot keine IFA-Berechtigung hatte. Und dann auch eigentlich nicht weiß, wie man mit solchen Geräten richtig umgeht. Das müssen Sie nämlich wirklich richtig gut lernen. Wetterradar oder Radarnutzung ist ein eigenes Fach sozusagen in der Meteorologie. Und deswegen sollte man das auch können. Was sich jetzt leider nicht so schön entwickelt, ist der Wind. Der nimmt zu von vorne hier und dreht leider nicht so. Ist jetzt schon so und das macht uns langsam. Ne? Das zieht jetzt schon rund 20 Knots ab. 30 Knoten, so knapp 30 manchmal hat er. Das macht unsere Groundspeed ein bisschen kaputt. Er soll jetzt nach der Front ein bisschen südlicher drehen. Ich bin mal gespannt, ob er das noch tut. Es stimmt nicht ganz mit der Vorhersage überein. Der sollte er eigentlich südlicher kommen. Aber schauen wir mal. Das kommt leider auch in der Praxis vor, dass das dann nicht immer mit den Vorhersagen so hundertprozentig übereinstimmt. Vor allen Dingen dann nicht. Und jetzt sehen Sie, jetzt wird das schon noch ein bisschen unschöner hier mit dem Wetter Richtung Zielgebiet, ja. Da sehen Sie es, wie durchfliegen, also bis Larux eigentlich eine Wetterzone. Ich glaube auch bis dann, da habe ich dann keine Darstellung, kein Bild mehr. Müssen wir uns dann mal angucken. Am Zielgebiet selber habe ich keinen Regen. Da ist es okay. Und wir haben noch zu Go 200, rund 200 Meilen, 208 Meilen. Ja, also rund eine gute Stunde Flugzeit. Das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir gleich kurz wieder raus. Dann wird es wahrscheinlich auch, so sehen Sie auch, das lockert dann wieder ein bisschen auf, bevor es dann wieder ein bisschen doller wird, ist wahrscheinlich. Und das guckt man sich auch als Pilot schön regelmäßig an. Und dann kann man immer relativ auch seinen Passagieren gut Auskunft geben, ob es jetzt irgendwie ruckliger wird oder nicht. Jetstream haben wir noch nicht. Den Jetstream werden wir gleich erst queren. Also den werden wir relativ zum Schluss queren, wenn wir dann auch wirklich durch die Hauptfront des Tiefs gehen. Ich hatte vorhin am Anfang des Videos die Wetterkarte hier mal eingeblendet. Und es liegt auch nochmal ein Turbulenzgebiet über Färöer. Das können Sie hier nochmal sehen. Ja, das ist dieses Gebiet, wo es dann schon unangenehmer wird. Und wenn ich mir die SIM-Brief, das Briefing angucke, habe ich dann, also hier sehen Sie auch den Jetstream-Verlauf dann. Hier ist nochmal einer in Level 300. Und da kann es dann schon mal ein bisschen unangenehmer werden. Also vor allen Dingen, wenn wir weiterfliegen würden. Ne? So, und hier haben wir so eine Zone, wo auch Vereisung bis 140 drin ist. Ne? Da sehen Sie das nochmal, die haben wir so gekratzt nur. Ne? Das so, aber das ist, wir sind jetzt hier so etwa dran lang geflogen. Aber Level 140, das deckte sich mit dem Radarbild auch ganz gut, das haben Sie eben gesehen. So, und hier sehen Sie von Flughöhe unter 10.000 Fuß bis 300 haben wir dann Turbulenzen zu erwarten, wie in diesem Gebiet, aber da kommen wir ja noch gar nicht hin im Moment. Hier ist ja unser Zielflughafen. Hier ist Vaga Airport und das letzte Wetter von Vaga Airport sagt, doch leichter Schneeregen, Overcast 2.6, das macht uns aber nichts. 988 der Luftdruck. Der Wind war das Kritische. Der hat 90 Grad, 18 Knoten in Böen 31. Die Landerichtung ist 1.20. Das macht 30 Grad. Wir haben eine demonstrierte Seitenwindkomponente von maximal 16 Knoten.
Also mehr dürfen wir nicht mit dem Flieger, ohne dass die Versicherung nachher sagt, ich bezahle das nicht. Aber leider hat sich das jetzt auch ein bisschen zum Ungünstigen entwickelt, sehe ich gerade. Aber ich gucke mal in den aktuellen Bericht eben rein, was der so sagt. Ne, der sagt was anderes. Das ist eine etwas ältere Vorhersage gewesen. Da haben wir über 10 Kilometer Sicht, 80 Grad 12, das ist okay. 990 Hektar ist ein etwas älterer TAF wahrscheinlich. Und der Wind wird sich entwickeln in Richtung 90 Grad 18. Das ist unkritisch. Das können wir, also Sie haben ja dann Seitenwindkomponente von 30 Grad. Da können Sie sagen, ein Drittel davon ist Headwind Component. Und das zeigt Ihnen das übrigens auch hier ganz nett an, das Programm. Hat er jedenfalls immer schön gemacht. Hier sehen Sie es. Da haben wir eine Headwind-Component von 10, eine Seitenwind-Component von 7 bei der derzeitigen Windlage. Und eingeschränkte Sichtflugbedingungen. Reicht für unseren Anflug, wir planen ein ANAV Approach Whiskey, ANAV Runway 1-2, reicht das alles völlig aus. Das ist unkritisch. So, der Flugplatz ist selber sehr interessant, habe ich schon gesagt. Habe ich mir eine extra Szenerie dafür gekauft, die sehr detailliert ist und sehr schön gemacht ist. Und können Sie sich mal überraschen lassen gleich. Sollte das nicht klappen, gehen wir weiter auf die Shetland Islands, nach Sandburg, an die schottische Küste. So. So, jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, dass wir uns, hier sehen Sie es kurz, jetzt wieder eine Lücke, es wird wieder kurz besser, dass ich kurz noch einmal was zum Thema Kommunikation erzählen möchte. So ein Flug ist ja lang und da hat man dann die Zeit dafür. Und danach machen wir mal die Radio-Settings für den Anflug. Und dazu wechsle ich hier mal wieder mein Programmchen und gehe einmal in eine Bildschirmpräsentation auf meinem anderen Rechner rein. So. Sie sehen das auch hier mit der anderen Kamera, dass ich an meinem Arbeitsplatz hier bin und dann immer so gucken, wo der Flieger hinfliegt. Das ist mein Monitor, wo ich Sie sehe und die ganzen Daten. Hier habe ich alles im Überblick in so einem gekachelten Monitorfeld und sogenannten Control Monitor. Hier ist der Hauptschirm, was Sie gesendet bekommen. Da ist der Simulator, da ist die Kamera 1, die Kamera 2. Dahin habe ich noch nur 3. Mehr habe ich jetzt nicht zugeschaltet und hier ist mein Mischpult für alles, wo ich Ton und Bilder abmische und Übergänge abmische. Und hier ist der Computer, wo ich das Wetter, SIM-Brief, Navigraph, SimLink drauf laufen lasse und jetzt auch diese Präsentation laufen lasse, die ich Ihnen jetzt zeigen werde. Und das ist das hier. So, und Sie haben vielleicht schon mal was vom Kommunikationsquadrat gehört, vom Herrn Schulz von Thun. Das ist ein Hamburger Kommunikationswissenschaftler und Psychologe, der das eigentlich schon in den 80er Jahren entwickelt hat. Und dieses Kommunikationsquadrat sagt eigentlich aus, dass ein Sender und Empfänger, also zwei Menschen, ne, eine Kommunikation alleine mit sich können Sie ja nicht führen und nicht kommunizieren geht auch nicht, sondern Sie kommunizieren immer, verbal oder nonverbal, wenn Sie einem Menschen gegenüberstehen oder auch einem Tier, aber wir reden jetzt hier von Menschen, die also eine aktive oder eine gerichtete Kommunikation mit Ihnen verbal auch betreiben können und gesteuerte Kommunikation in Richtung einer Absicht, die Sie hegen. Es ist ja im Unterschied zu einem Tier, da sind Sie eigentlich nur der Can-Opener. Ein Tier macht alles, um irgendwie an Futter zu kommen und verhält sich dann auch entsprechend. Aber ein Mensch macht das eben nicht. Das ist ein vernunftsbetontes Wesen. Wir müssen uns ja im Kurs schon sehr viel mit Psychologie und Verhaltensforschung beschäftigen. Heute habe ich gelesen, Daniel Kahneman ist leider verstorben letzte Nacht und ist für mich einer der absolut genialste Kommunikationsforscher, Wirtschaftspsychologe, den es über Wirtschaftswissenschaftler, den es gegeben hat, Nobelpreisträger, viele Bücher habe ich als Grundlage für den Übertrag Großhausmanagement in Unternehmen, in Lernorganisationen übernommen. Macht mich schon ein bisschen traurig, dass der ist zwar 90 geworden, aber es ist immer blöd, wenn so ein wirklich herausragender Mensch stirbt, der wirklich herausragende Forschung gemacht hat, herausragende Literatur geschrieben hat. Das war wie Ed Schein vor 2 Jahren, als er gestorben ist, war das innig bewegend für mich. Weil das für mich eben, sage ich mal, der Maßstab für eigentlich diese wissenschaftliche Forschung in dem Bereich, der mich betrifft, war.
So, und aber Schulz von Thun, der lebt noch, ist auch schon über 80, ist also ein Kommunikationspsychologe, gibt ein schönes Taschenbuch, Kommunikationspsychologie für Führungskräfte im Rowohlt Taschenbuch Verlag Rheinbeck, erschienen 2003. Und das Kommunikationsquadrat sagt also aus. Ich nehme mich an, dass Sie mal in einem Seminar. Haben Sie mich mal im Seminar gehört? Gut, das freut mich natürlich sehr. Ja, hallo Philipp, Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. In meine Nachbarschaft, die aus zu Niedersachsen so weit ist, schräg oben ist das ja nicht weg. Oder Hamburg. So, und Schulz von Thun, der Hamburger, hat also herausgefunden damals, das war also schon eine bahnbrechende Erkenntnis, dass Kommunikation eben Sender-Empfänger immer beinhalten und dass das eben nicht nur ein monothematisch stattfindet. Es hat immer, sondern mehrere Komponenten immer beinhaltet. Die fallen immer an. Nicht immer in gleicher Gewichtung, aber sie fallen immer an. Also wenn Sie eine Äußerung tun, einen Sender haben und einen Empfänger haben, gibt es immer vier Seiten der Nachricht. Und manche sagen, oder der berühmte Spruch, bleibt doch mal sachlich oder wir reden mal nur über die Sache, der ist schon in sich falsch, weil das gar nicht geht. Und das ist eine Grundlage, die Sie als Führungskraft wissen müssen, damit Sie wissen, wie Sie kommunizieren müssen, damit Sie Ihren Empfänger auch so erreichen, wie Sie das wollen. Ihnen geht es ja meistens um eine Sachbotschaft. Nur das Dumme an der Sache ist, die Sachbotschaft ist nicht das Alleinige, was passiert, sondern, wenn Sie das jetzt mal einblenden, dieses Quadrat, so sieht das ungefähr aus. Der Mensch spricht immer mit vier Schnäbeln und der Mensch hört mit vier Ohren. Die sind nicht immer gleich groß, die Schnäbel, oder gleich groß die Ohren, sondern oft ist das Quadrat ein bisschen asymmetrisch, aber nehmen wir mal es im Idealfall symmetrisch. Man hat eine Botschaft immer vier Seiten. Einmal den Sachinhalt, ich werde Ihnen da nachher ein Beispiel zu sagen, also worum geht es Ihnen eigentlich in der Sache? Das ist meistens im Geschäftsleben oder auch im Privaten, wo es häufig darum geht. Kindererziehung, aber auch wenn Sie mit der Freundin im Urlaub diskutieren oder Sie wollen irgendeine Sache mitteilen, womöglich auch durchsetzen, dann hat das Ganze eine Selbstkundgabe. Also Sie sagen irgendwas darüber aus, was in Ihnen dabei vorgeht, was Sie dabei empfinden oder vielleicht erkennt man auch eine Absicht daran. Dann kommt ein Appell da rein. Der Appell sagt eben, Sie möchten daraus eine Handlung des anderen ableiten oder eine Reaktion, eine Wunschreaktion des anderen, die bringen Sie mit in diese Botschaft rein. Und jetzt kommt der Kasus Knactus, es hat auch immer einen Beziehungshinweis. Das heißt, diese Art von Kommunikation, wie sie stattfindet, sagt auch etwas über die Beziehung aus. So, und das ist eigentlich Kahnemann, sage ich schon. Schulz von Thun hat das hier in gleichen Anteilen gewichtet. Das ist Stand der 80er Jahre. Eine Erkenntnis, die ich jetzt, und das ist auch, wenn Sie Kahnemann, Shine und alle diese Wissenschaftler, Amy Edmondson jetzt auch im neueren Bereich mal zusammen addieren oder Helmreich im Bereich des Ressourcenmanagements nehmen, der ja LOSA gegründet hat, dieses Fehlermanagement-Institut in Texas, was eigentlich federführend in dem Fehlermanagement-Forschung oder Threat-and-Error-Forschung ist. Die haben nun rausgekriegt, dass das nicht gleichgewichtet ist oder nicht gleich wichtig ist, was da drin vorkommt. Das sieht jetzt so alles so gleichberechtigt aus. Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Also, so, ja, gut. Gut, ja. Ich mache ja sehr viele Seminare seit über 20 Jahren. Das ist wahrscheinlich, dass vielleicht schon mal jemand von mir gehört hat. Freut mich aber umso mehr. Aber Sie kriegen jetzt so ein bisschen was davon hier gratis mit, was ich Ihnen da so immer so ein paar wesentliche Elemente, die auch in meinem Seminar immer vorkommen. In den Grund im Seminar gebe ich Ihnen mit, weil Sie das auch im Privaten, aber auch in Ihrem Job vielleicht verwenden können. Gerade wenn Sie auch eine Führungsfunktion als Teamleiter haben, ist es sehr wohl sehr wichtig für Sie. Aber auch um, sage ich mal, Kommunikation in der Familie zu betreiben. Also ich sage Ihnen jetzt mal ein Beispiel für dieses Quadrat. Eine Frau und ein Mann, das schreibt Schulz von Thun auch sehr schön in seinem Buch und das wiederhole ich oder bebilde ich jetzt mal ein bisschen in Worten, fahren Auto. Ne? Die sind schon länger verheiratet, sind nicht mehr so ganz jung und sind schon lange Ehepaar. Und sie darf am Sonntag, ist es nämlich, mal sein großes Auto fahren. Das fährt die sonst nie, die Frau, weil die hat ihr eigenes kleines Auto oder fährt Fahrrad und sagt jetzt, der Mann will aber mal, dass sie auch damit fährt, weil wenn er mal einen über den Durst getrunken hat oder die in den Urlaub fahren, soll sie ja auch mal fahren. Und sie fährt jetzt mit dem Auto. Und es ist Sonntag, die Straßen sind nicht besonders voll und die fahren in die Innenstadt und wollen da Kaffee trinken gehen.
und spazieren gehen und sie fährt auf die Stadt zu. Er sitzt schon etwas angespannt daneben, das tut er immer, weil er sich auch für einen besseren Autofahrer hält. Und jetzt sie dementsprechend auch leicht angespannt. Und sie fährt betont 40, obwohl 50 erlaubt sind. Und jetzt sieht der Mann hinter der nächsten Kreuzung, also an der übernächsten Kreuzung, eine grüne Ampel. Und sagt zu seiner Frau, da hinten ist grün. Und die Frau antwortet, fährst du oder fahr ich? So, und jetzt nehmen Sie das mal auseinander, das Beispiel. Überlegen Sie mal kurz selbst, was war der Sachinhalt der Botschaft des Mannes? Der Sachinhalt war, die Ampel ist grün. Das ist das Einzige, was sachlich wirklich so war. Was war denn die Selbstkundgabe des Mannes, also die grüne Seite des Quadrats? Auch mal kurz überlegen. Das ist nicht so einfach auseinanderzunehmen, da muss man ein bisschen Übung drin haben. Die Selbstkundgabe ist, mir geht das zu langsam. Das ist eigentlich das, was der Lage soll. Was war der Appell, der sich aus dieser Selbstkundgabe ableitet an die Frau? Das ist jetzt wieder ein bisschen einfacher. Fahr doch mal schneller, gib mal ein bisschen Gas. So, und jetzt kommt der Beziehungshinweis der Frau. Betrifft die Antwort der Frau. Was war der Beziehungshinweis? Der Klassiker. Der Beziehungshinweis ist, du nervst hier und auf diesen Spruch habe ich nur gewartet und eigentlich fahre ich hier überhaupt nicht gern mit dir Auto und lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe fahren. Die mauert. Ne? Die macht dicht, die wehrt sich sofort, die fühlt sich angegriffen. So, nun kommt das, was für sie ganz entscheidend ist, die Message. Welche Rolle spielt jetzt noch der Sachinhalt, der Appell und die Selbstkundgabe? Also, die Sache, die Ampel ist grün, spielt gar keine Rolle mehr. Die Selbstkundgabe des Mannes überhört die Frau geflissentlich und der Appell kommt nicht an, weil die Beziehung beschädigt ist, gestört ist. Das nützt also nichts. Das heißt, die Wirkung von grün, blau, rot in diesem Quadrat ist null. Einzig und allein dominiert gelb. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in der Verhaltensforschung, der jüngeren Verhaltensforschung, seit den etwa Mitte der 90er Jahre, Anfang der 2000er ist, dass wenn Sie als Führungskraft oder auch als Projektleiter Ihr Team leiten möchten, dann möchten Sie ja einen Sachinhalt kommunizieren. Sie wollen ein Ziel erreichen, Sie haben damit eine bestimmte, Sie sagen etwas über sich selbst aus und Sie haben auch einen Appell an die Mitarbeitenden, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das wollen Sie. Wenn aber Ihre Beziehung in der Hierarchie, Sie als Teamleiter oder auch unter Kollegen, kann das auch sein, nicht in Ordnung ist, wenn die gespannt ist oder sogar toxisch ist, wie das in Hierarchien heute häufig ist, ist ja so eigentlich vergiftet, man beschleicht sich eigentlich nur noch, dann kommen Sie mit dem Sachinhalt und mit der Sachinformation eigentlich nicht mehr durch. Geschweige denn mit dem Appell und die Selbstkundgabe, was Sie jetzt eigentlich wollen, da hört auch keiner mehr hin, sondern alle gehen nur auf Abwehr. Und sagen, ach, der schon wieder. Und, oh nee, das geht sowieso nicht. Und im Zweifelsfall melden sich krank oder kündigen. So, und wenn Sie sich die Fluktuationszahlen in Deutschland angucken, die Krankenstände, die in manchen Branchen mittlerweile 25% erreicht haben, ich habe gestern, als ich die Zahlen gelesen habe, Schreck gekriegt, ja, dann sagt das eine Menge darüber aus, wie die Beziehung in diesen entsprechenden Arbeitsverhältnissen zwischen den Menschen ist. Das kann im unter anderem, das muss nicht unbedingt in der Hierarchie sein, aber es ist meistens hierarchisch. Das Gleiche gilt aber auch für die Familie. Wenn Sie mit Ihrer Partnerin, Ehefrau eine Beziehungskrise haben, dann können Sie keine Sachinhalte, keine Appelle und keine Selbstkundgaben mehr loswerden, ohne dass nicht eigentlich nur jeder auf Angriff geht und der andere immer auf Abwehr geht. Gleiches gilt übrigens auch für Ihre Kinder. Wenn Sie wirklich was von denen wollen, dann müssen Sie die Beziehungsebene minimum neutral halten. Also es darf keine Aversion entstehen, keine Angst entstehen vor ihnen. In der Hierarchie entsteht auch häufig Angst, was die Beziehung stört. Deswegen ist die psychologische Sicherheit beim Führen so wichtig. Der Mitarbeiter muss sich wohlfühlen, der muss sagen, mir passiert hier auch nichts, egal was ich mache. Und solange ich nicht absichtlich bösartig handle, wird mir hier keiner böse zuspielen. Und mein Chef zumindest wird immer versuchen, mit mir einen Weg zu finden oder mich einen finden lassen. Dann haben Sie eine Chance. Dann kommen auch Sachinhalte an und dann kommen Selbstkundgaben an und dann kommen auch vor allen Dingen Appelle an. Und das wird leider sträflichst vernachlässigt. Und ich habe nicht selten Führungskräfte gehört, ja, dann ordne ich das halt an oder dann befehle ich das halt. Das können Sie in unserer heutigen Welt nicht mehr machen. Das können Sie selbst bei der Bundeswehr nicht mehr machen.
Ja, Sie werden immer einen Weg finden als Mitarbeiter in einer freien demokratischen Welt. Zur Not kündigen Sie halt oder Sie kündigen innerlich, oder Sie machen nur noch, Sie machen Dienst an Vorschrift, ja, um nicht das machen zu müssen, was man Ihnen da sagt oder Sie wollen das nicht machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Achten Sie darauf, das ist die Message, dass bei Ihrer Kommunikation mit dem Gegenüber die Beziehung in Ordnung ist. Und wenn Sie jetzt bei Ihnen ein Film abläuft und Sie sagen, da fällen mir gleich 1000 Beispiele ein, wo ich doch mal einhaken könnte, bringen Sie diese Beziehung in Ordnung. Und ich bin in ganz vielen Unternehmen immer als auch als Mediator unterwegs gewesen, bin es auch jetzt wieder in einem Unternehmen. Mediation heißt ja, ich setze zwei Konfliktparteien an einen Tisch und lasse die eine Lösung finden. Ich gebe die nicht vor, aber ich lasse die eine finden. Also ich bin kein Schlichter, der eine eigene Lösung findet, sondern die müssen eine finden unter meiner Leitung. Gelingt mir meistens auch. Und weil das die absolute Voraussetzung der weiteren Zusammenarbeit ist, der fruchtbaren. Sonst wird das nichts. Und das ist ein ganz, ganz großer, übrigens eine dreistellige Milliardensumme in Euro geht verloren an Ineffizienz an Arbeitsplätzen, an den Arbeitsplätzen aus diesem Grund. Und nicht, weil irgendwo Material fehlt oder irgendwo kein Geld da ist. Aus diesem Grund geht das verloren. Das ist auch der häufigste Kündigungsgrund, ist, dass die Kommunikation zusammengebrochen ist. So, das einmal dazu. Lassen Sie es mal sacken. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie mir gerne, beantworte ich Ihnen auch gerne. Oder wenn Ihnen die hier noch einfallen, fragen Sie auch gerne auch hier. So, wir begeben uns mal zurück in den Flieger. Sie sehen, so schlimm, wie das hier als Farbe dargestellt ist, sieht das gar nicht aus. Ich gehe mal aus der Präsentation wieder raus und gehe mal in unsere Karte wieder rein. Wir sind jetzt auf der halben Strecke zwischen den Waypoints, haben noch etwa 146 Meilen zu fliegen und werden uns jetzt mal ein bisschen mit dem Anflug beschäftigen. Dazu gucken wir mal kurz, wir sind hier mitten in dem Gelben drin, das ist wie gesagt der Niederschlag unter uns. Wenn wir mal rausgucken, jetzt läuft gerade das Kabel so blöd, wann wir mal, das hat sich mal ein Mikro verheddert. So, das ist wieder besser. So. Mal rausgucken, wir sind schön wolkenfrei, aber unter uns ist Niederschlag. Ne? Eindeutig, das kann man ziemlich sicher sagen. Wenn man jetzt von oben auf den Flieger mal drauf guckt, dann sieht man auch, die Bewirkung sieht nicht wirklich nett aus da unten. Ja? Ja. Das ist Niederschlag und wir fliegen da etwa gut 15.000 Fuß drüber. Ne? So, und jetzt müssen wir uns mal langsam mit dem Anflug beschäftigen. Erstmal müssen wir das Anflugverfahren wählen. Und wir haben uns als Anflugverfahren, hatte ich mir überlegt, oder jetzt auch aufgrund der Wetterlage, das ist auch das, was ich erwartet habe, ist ein Approach auf die Runway 12, ANAF Whisky 12. Wie der aussieht, gucken wir gleich, den müssen wir erstmal auswählen. ANAF heißt, das ist ein gerechneter Anflug, es ist nicht auf Bodensender basierend oder nicht wie ein ILS, also mit zwei Führungsebenen, die auf Sendebetrieb von UKW oder UHF-Signalen, sondern es ist ein GPS-basierter Anflug und also wird aus dem Weltraum gesteuert, sage ich immer. Und dazu gehe ich hier wieder in meinen Garmin rein, NXI 1000 NXI und gucke mir das mal an in den Procedures. So, und dazu steht hier um Select Approach, dann drücke ich da mal Enter und das Schöne ist, die sind hier alle hinterlegt und Sie sehen diese ganzen Anflüge, die da auch in der Karte stehen, sind auch hier drin. Und da suche ich mir aus den ANAF Approach 12 Whisky. So, den wähle ich jetzt mal. ANAF 12 Whisky. So, gibt ein paar andere, je nach was für ein Equipment man hat. So, weil wir ja Wind um die 100 Grad oder 90 Grad haben, macht der Sinn. Ja? Und drücke auf Enter. So, so und dann will er eine Transition haben. Diese Transition, die liegt ja eigentlich nahe, das wird Magni Transition sein. Ich gucke auch mal, ob ich die gewählt hatte. Ja, ich hatte Magni gewählt, ich komme ja aus Nordwest. Dann macht ihr eine Transition im Südosten, also einen Übergang von N-Route auf Anflugroute. Sie müssen sich das so vorstellen, wie Sie kommen von der Autobahn und gehen in die Autobahnabfahrt rein. Dann nehmen Sie auch die Abfahrt, wo Sie hinwollen und nicht die Nachbarabfahrt und fahren dann über ins Feld. Ne? Und so ähnlich ist das ja auch. Nimmt man also Magni, um diesen Schulterschluss auch hinzukriegen. So, dann sehen Sie, der wird da auch dargestellt. Das sagen wir Enter. So, und dann gucken wir uns für diesen, dann haben wir das hier auch alles schon relativ schön drin. Hier ist die Sequenz mit Final Approach Tricks, Initial Approach Tricks. Das ist eigentlich super gemacht. Er spart viel Arbeit, wenn man das so hat. Und jetzt gucken wir uns mal an, das Minimum, was wir haben. Also wir haben immer ein Visual Minimum, wo wir sozusagen in den Sichtflug übergehen müssen. Und da ich die Karte hier schon drin habe, schwupp,
mache ich die mal auf, mache das mal so und sage hier, das ist mein Whisky Approach. So, und dann gucke ich mir den Minimum, wir sind Class A Approach, also wir haben ein kleines Flugzeug mit entsprechend niedrigen Speeds und gucken hier, wir haben 310 Fuß über Grund und eine Altitude von 574, da dieser Anflug als gilt als Precision Approach. RNP, ja, könnte ich als Precision Approach, aber ich entscheide mich mal für die Decision Altitude und nicht für eine Decision Height von 574 Fuß. So, 574 Fuß wären 310 Fuß über Grund. Dann gehe ich wieder rein und wähle hier das Minimum aus. Dazu habe ich das ja hier dargestellt. Erstmal sage ich natürlich, ich schalte das ein. Schwupp. So, Baro, ich will keine Radar-Altitude, sondern dann könnt ihr auch wählen. Beim ALS würde ich das auch machen. Das ist ein klarer Precision Approach. So, und dann gehe ich hier weiter und drehe 374 Fuß ein. Das ist ein bisschen mühselig hier, das geht in der Realität ein bisschen zackiger. Na, jetzt geht es ja nicht so hoch. Ja, 70 kann er nur 80. Dann nehme ich den nächst höheren Wert, also bei 574. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Ich mache auch immer, gerade wenn ich alleine bin, gucke ich immer zweimal überlegen. Also wären es 580 Fuß. So, 580 Fuß, sage Enter. Okay. So. Und dann checke ich nochmal den Approach einmal durch. Jawohl, das passt alles. Mit entsprechenden Durchstart-Procedure, was auch gleich drin ist, Overshoot. Gehe wieder dann auf Markni zurück. Das ist auch da abgebildet. Und versuche es nochmal. Oder mache ein Holding oder wie auch immer. So. Und sage, soll er das loaden? Ja, loaden soll er das schon mal, aber noch nicht activaten. Also jetzt hat er es zumindest einmal reingeladen ins System. So, dann habe ich hier auch ein WINAV-Profil nachher von Markni, wie ich fliegen muss. Und hier habe ich auch nochmal Time to Descent, bis ich dieses WINAV-Profil erreiche. Das sind jetzt hier mit 26 Minuten angegeben. Wenn ich mir angucke, Ground Speed ist wieder ein bisschen höher. Der Wind hat tatsächlich etwas südlicher gedreht. Sehen Sie, der ist jetzt auf 180 gegangen, um die 20 Knoten. Und ein bisschen ruckeliger geworden. Und wir haben dadurch wieder 209 Knots. Wir haben noch zu fliegen 127, das passt. Ne? So, das war der erste Schritt, den ich gemacht habe. Damit bin ich dann jetzt erstmal durch. So, das habe ich gemacht. Das nächste, was ich mache, ist, hier kommen wir gleich zu Larux. Larux ist noch 42 Meilen weg. Ich gucke mal, welche. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ich rechne immer mit dem Plan B. Was ist, wenn ich kurzfristig wechseln muss auf einen Localizer-Anflug zum Beispiel? Weil ich sage, irgendwie der Bodensender funktioniert nicht, mein GPS geht nicht oder was der Kuckuck was. Dann gucke ich hier mal, was bietet sich denn hier noch für eine Alternative und welche Funkfeuer spielen dabei eine Rolle. Und das ist hier in einem Localizer DME Approach, den ich ja theoretisch auch fliegen könnte. Da habe ich ein Funkfeuer, den Locator Outer Marker. Das ist das NDB 337 Mike Yankee. Das wähle ich mir jetzt mal hier rein. Mike Yankee. Das kann ich so oder so mal zur Hilfe nehmen. Dann habe ich eine doppelte Kontrolle. Gehe hier rein und sage 337. 335 habe ich schon eingestellt. 337 muss ich einstellen. Wenn ich ein bisschen sinnig mit diesen Drehknöpfen umgehe, dann drehe ich auch nicht umsonst was ein. Ja, dann erstmal aktivieren. Dann 3,3 steht da ja schon und hier brauche ich quasi nur zwei Klitter hoch. Gerade wenn es so ein bisschen ruckelt, ist das nicht so einfach. Dann habe ich hier die 337 drin, das sehen Sie, hier auf Enter und dann habe ich das auch hier aktiviert. So. Dann habe ich das schon mal erledigt, das LDF auf Nummer 2 und auf Nummer 1 will ich einen Funk, die ALS-Frequenz setzen und die ALS-Frequenz lautet 109.1 Sierra Fox, für den also nicht für das ALS, sondern für den Localizer Approach. 109,1 hat den Vorteil, das Ding hat auch ein DMI, damit weiß ich immer, wo der Flugplatz ist und ich habe auch immer eine Anzeige zum Flugplatz. Ich drehe also mir die 109.1 ins NAV 1, wechsle hier mit einer Push auf NAV 1 und sage, das sind die 109.1. Wieder rein, 109.1.
ruckelt jetzt noch ein bisschen mehr. So, und aktiviere das. Ja, komm schon. So, und jetzt zeigt er mir das, wenn ich in die Nähe komme, auch an. So, das sind die beiden Sachen, die ich mal prophylaktisch noch machen kann. So, jetzt fliege ich leider in einer Turbulenzzone drin. Wir gucken uns das nochmal eben an. Ich gehe hier mal wieder in meinen Approach rein, den ich mal ursprünglich haben wollte. Und gucke jetzt hier, ob ich... So, eigentlich bin ich hier turbulenzfrei. Ja, also, oder nichts Ernstes jedenfalls, aber irgendwie stimmt das nicht ganz mit der Vorhersage überein. Es ist ja auch nicht viel. Es ist ja noch okay. So, also hier mal gucken. Es ist eigentlich keine Wolken. Ne? Und trotzdem haben sie Turbulenz. Das kommt halt vor. Weiter ein bisschen. So. Aber wenn wir hier aus diesem Feld rauskommen, denke ich mal, wird es besser. Und da hinten sehen Sie schon die Wolkenkante. Das deckt sich ungefähr mit dem Niederschlagsfeld hier. Und dann... So, jetzt werden wir uns nochmal einen Point of Descent ausrechnen. Eben einmal im Kopf, damit wir ungefähr wissen, wann wir eine Sinkflugfreigabe erbitten sollen, falls wir sie nicht automatisch bekommen. Wir sind ja hier in der FIR. Ich gucke mal gerade, wer für uns dann zuständig wird. Arnav Whisky, das wird sein. Vaga Final Approach. Ja. Ansonsten ist Vaga AFIS, Information Service. Der scheint Uncontrolled Airspace, Uncontrolled zu sein. Der Platz hat kein Tower. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hier mal gucken. AFIS. Nee, hat tatsächlich keine Turmfrequenz. Kriegen Sie nur eine Info. Ja, dann ist das halt so. Fällt ja zu Dänemark, ist zum Start Dänemark. Gut, dann werden wir hier noch von Reykjavik geführt. Und gehen dann hier über Magni rein. Sie sehen, dass hier ist kein Tower-Frequenz hinterlegt. Gehen hier über Magni rein. Gehen dann hier direkt in den Anflug rein. Ne? So, jetzt durch diese beiden Berge. Die sind so um die 2500, 2000 Fuß hoch. Müsste ja optisch ganz nett und interessant sein. Auch wenn die Wetterbedingungen jetzt nicht ganz so ideal sind. Auch mal gucken. Eingeschränkt ist wir haben 80-12, das ist von 15-20, jetzt müsste gleich ein neues Wetter kommen. Dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht. So. Was hat hier eben gepiepst? Ich weiß nicht was. War wohl hier bei mir irgendwo. Ja, jetzt wackelt es doch ziemlich doll. Das heißt, Kaffee müssen wir wieder einstellen hin. Ich weiß nicht, ob der von sich aus sich da abräumt. Muss ich mal gucken. Nicht, dass mir die Tasse da umfällt. Ja, ist schon weg. Dann kann ich ein bisschen den Tisch wieder einklappen hier. So. Schwupp. Die Tasse war schon weggeräumt. So. Aha, Philipp fragt, bewegt sich der Satzig beim realen Radar 20 eigentlich auch mit? Nee, tut er nicht. Nein. Ja, bei Cessna und Boeing bewegen sich deshalb die Steuerknüppel mit, weil die ja mechanisch mit dem Ruder verbunden sind. Also die Boeing-Steuerung ist eine elektrohydraulische Steuerung oder mechanisch-hydraulische Steuerung, sofern wir nicht über die Boeing 787 und die 7478 reden. Ich meine, die haben jetzt schon eine Fly-by-Wire-Steuerung. Da bewegt sich das dann über einen Elektromotor mit. Boeing hat ja auch noch das Konzept, dass sich die Gashebel mitbewegen, obwohl sie eigentlich, sage ich mal, sich nicht mehr bewegen müssten. Beim A320 oder überhaupt bei der Airbus-Serie ist das nicht so. Die Sidesticks bewegen sich nicht, als auch die Gashebel bewegen sich nicht, also die Leistungshebel. Die bleiben da wie angenagelt stehen.
Das war für die Piloten schon eine sehr, sehr große Umstellung. So ist ja auch der Unfall in Mulhouse damals zustande gekommen mit der Air France beim Jungfernflug und Vorführflug da, weil die Piloten das nicht realisiert haben, dass die Stellung der Schubhebel mit der tatsächlichen Leistung nichts zu tun hat. Hier ist es bei der Klasse Flugzeug oder das, was wir fliegen im Geschäftsfliegerbereich, gibt es das nicht. Ausnahme ist, glaube ich, der Vision Jet. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine auch, dass es keine reine Fly-by-Wire-Steuerung ist. Weiß ich aber nicht. Ich kenne ihn live nicht. Aber beim Airbus zumindest bewegt sich das nicht mit. Ne? Da ist es das nicht. Etwas mal zur Prop-Einstellung erklären. Jo. Also der, gerne Herr Gosch, kann ich. Also normalerweise fliegen Sie, hat jeder Propeller eine ideale Drehzahl, in der er fliegt. Sie haben ja in der Regel noch diesen sogenannten Prop-RPM-Lever. Das ist ein blauer Stellhebel, den Sie hier finden. Ja? Den es bei diesem Flugzeug schon nicht mehr gibt. Und je moderner die Dinger werden, desto weniger gibt es die hier, ja, diesen Propellerversteller. Und Sie können jetzt nicht eine pauschale Drehzahl sagen und ob es gut ist, ob die im roten oder nicht roten Bereich, wo Sie eine Range von Drehzahl haben, wie zum Beispiel bei der Kodiak 100, ja, oder bei der PC-12 ist das auch schon nicht mehr so. Da haben Sie verschiedene, glaube ich, zwei verschiedene Propeller-Drehzahlen. Da haben Sie so einen Bereich. So, hier ist es so, dass die Automatik, die Governor-Automatik, das ist alles in diesem einen Hebel kombiniert, das Ding bei knapp 2000 Umdrehungen stabil hält. Und das ist auch der optimale Wirkungsgrad für diesen Propeller. Der darf weder darunter liegen, er darf darunter liegen, das tut er ganz kurz vor der Landung, auch wenn ich jetzt die Leistung ganz rausnehmen würde, dann sinkt auch die Drehzahl etwas ab, so auf 1200, 1300 zum Schluss nachher im Leerlauf, wenn das Ding sich nicht mehr bewegt. Aber dass das hart am roten Bereich ist, bedeutet hier nichts Unzulässiges. Ja? Es ist halt so, der Governor, dieser Prop-Governor, der muss halt das elektronisch regeln und tut das auch, und das ist der optimale Wirkungsgrad für diesen Propeller. Da gibt es keine andere Einstellung. Und das ist bei den ganzen modernen Turboprops, ob die neuen TBMs zum Beispiel, die 69er hat das auf jeden Fall. Die ganz neue PC-12, zweite Generation, hat das auch. Die M600, M700 Pipers genauso. Die haben sogar ein Fadeck jetzt noch mit drin. Das heißt, da brauchen Sie auch die Leistungseinstellung nicht mehr manuell nachzuregeln. Da stellen Sie das ähnlich wie beim Airbus ein. Ihre Leistungsstufe Climb, Toga oder Flex, das können Sie da genauso wählen. Und hier ist der Wirkungsgrad dieses Vierblatt-Propellers eben bei 2000. Und da ist er angenagelt. Und das ist egal, ob Sie das Flugzeug im Steig- oder Sinkflug benutzen. Gesteuert wird das Triebwerk ausschließlich über das Power-Setting hier oben im Torque. Ja, also das, was Sie in Kraft draufgeben. Diese modernen Propeller-Designs, das ist wie bei den modernen Autogetrieben, die haben eben einen sehr, sehr breiten Wirkungsgrad, in dem sie operieren. Deswegen hat ja zum Beispiel auch bei Mercedes, weiß ich, bei mir hat eine 9-Gang-Schaltung. Warum? Um den Wirkungsgrad des Motors immer in diesem absolut optimalen Bereich zu halten. Und der liegt immer irgendwo so bei um die 2000 Umdrehungen, zwischen 1800 und 2500 Umdrehungen. Deswegen jagt man die Motoren nicht mehr hoch. Und fährt sie dann auch nicht darunter, weil da eben das maximale Drehmoment realisiert wird und deswegen wird sehr häufig geschaltet. Hier beim Propeller können Sie halt den Wirkungsgrad gleich auf 2000 einstellen. Das ist im Prinzip wie die Gangschaltung beim Auto, so können Sie sich das vorstellen, die hier nicht mehr so nötig ist, einen großen Bereich von Drehzahl zu generieren für Steig- und Sinkflug, wie das noch bei älteren oder beim Kolbendreher nötig ist. Ganz, ganz eklatant, wenn Sie ein Kolbenflugzeug wie die BN2 fliegen, das können wir auch nochmal machen, da müssen Sie sehr viel mit der Propellerverstellung arbeiten, auch für Start und Landung. Das ist hier nicht mehr nötig. Das ist vollautomatisch. Und deswegen machen Sie auch am Anfang diesen berühmten Prop-Governor-Test hier oben. Ja, der macht diesen Overspeed-Test, dass das Ding sich nicht auto, wenn sich das nämlich verabschieden würde, das ist eine Sicherung, dass der nicht überdreht. Aber dann haben Sie hier ein echtes Problem. Dann müssen Sie das Triebwerk stilllegen, wenn das passiert. Das ist also doppelt abgesichert, dieser Governor. Weil das natürlich, wenn es nur einfach vorhanden wäre, ein Schwachpunkt wäre. Das dazu. Am Boden nachher können Sie die Beta-Range ausnutzen noch, da können Sie das Ding auch auf Reverse stellen und da haben Sie auch eine Drehzahl von unter 2000 natürlich.
Und eben die alten PC12 zum Beispiel oder die älteren Baureihen PC12, die haben ja noch diese zwei Bereiche, Idle, Ground und Flight für den Propeller, die sie dann einstellen. Hier ist eben der Nachteil, der hat einen relativ hohen Schub schon am Boden, dass sie sehr viel und sehr schnell mit der Beta-Range arbeiten müssen. Beta-Range bedeutet immer, sie müssen in den Umkehrschubbereich mit rein. Ne? Wo kein Schub mehr nach vorne, sondern eher nach hinten oder dann ausgelöst wird. Und das macht man ja hier, indem man den Propeller verstellt, den Condition Leveler in den unteren Bereich mit reinzieht. Je weiter Sie ihn reinziehen, desto mehr Rückwärtsschub hat das Ding. Das ist eigentlich auch wie beim Airbus der Reverse ungefähr. Nur, dass man den am Boden halt nicht benutzt, ne, beim Rollen, aber beim Propeller, bei der Propellerturbine benutzt man diesen Reverse-Bereich zum Rollen auch. Ne. So, das dazu. So, dann hatte ich noch, warum fliegen sie nicht höher oder tiefer? Das hat Gründe des optimalen Wirkungsgrades des Triebwerkes. Das Flugzeug hat einen optimalen Wirkungsgrad zwischen Level 200 und 250. Und ich muss natürlich aufs Wetter gucken. Das heißt, ich habe hier zum einen, ich habe zwei Limits. Einmal die Clear-Air-Turbulenz, die in größerer Höhe eher höher wird. Das habe ich mir in der Wetterkarte angeguckt, habe ich am Anfang des Videos auch erklärt. Dass wenn wir höher fliegen würden, noch mehr Clear-Air-Turbulenz hätten. Das würde uns also überhaupt nichts bringen. Und das Killer-Kriterium ist aber ein anderes. Das ist dann Komfort-Kriterium. Würde mir ein bisschen weniger Kraftstoff vielleicht bringen, wenn der Wind sich günstig entwickeln würde. Wenn da oben auch mehr Wind wäre, wäre das kontraproduktiv. Aber das Killer-Kriterium ist die Fuel-Freeze-Grenze. So, und wenn Sie sich jetzt... Fuel-Freeze heißt, ich darf den Kraftstoff, der hier in den Tanks untergebracht ist, nicht unter minus 41 Grad kommen lassen. Das heißt, ich muss jetzt, ich habe etwa ja, 5, 6, 7 bis 10 Grad Karenz und darf also nur eine Outside-Air-Temperature von sage ich mal, maximal minus 45, minus 46 auf der sicheren Seite fliegen. Und, ja gerne, Andreas Gott. So, und das heißt, ich muss jetzt gucken, welche Outside-Air-Temperature habe ich. Und wenn Sie hier gucken, bei Level 230 ist das minus 41 und ich habe hier schon minus 34 Fuel-Temperature. Das sind diese berühmten 7, 8 Grad jetzt, die ich durch Reibung und Sonneneinstrahle gewinne in der Fläche, aber das reizt sich ja nicht aus. Und wenn ich jetzt deutlich höher fliegen würde, also ich rede jetzt nicht über 2000 Fuß, die würden mir auch nicht viel bringen, die würden eher noch mehr Turbulenz bringen. Wenn ich das machen würde, dann komme ich langsam hier in den kritischen Bereich. Und ab 37 Grad minus kriege ich ja, da, ich habe hier schon eine Fuel-Temp-Warnung, kriege ich sogar jetzt schon. Das heißt, wenn ich mich dieser Grenze annäher, noch ist die weiß, aber wenn ich jetzt noch höher mit der, noch niedriger ginge, also bei ab minus 37 kriege ich eine Rotwarnung im Fuel-Temperature-Bereich. Denn wenn der erstmal anfängt auszuflocken, der Sprit, und mir die Leitung verstopft, bleibt das Triebwerk stehen. Ich habe keine Fuel-Heater in dem Flugzeug. Ja, die ganz großen Turboprops, die Jets sowieso, die auch in ganz anderen Höhen fliegen, wo die Wirkungsgrade eben nicht in recht niedriger Höhe liegen, die haben Fuel-Heater drin, aber wir haben die eben hier nicht drin. Wir haben nur einen Pipe-Heater kurz vorm Triebwerk drin, aber eben in den Tanks selber sind keine Heizungen drin. Und beim Airbus haben sie halt eine automatische Fuel-Heizung drin. Ja, die muss, das ist natürlich auch sehr aufwendig, sowas in Tanks zu bauen, weil das natürlich hoch abgesichert sein muss, dass ihnen die Dinger nicht ums Ohr fliegen. Ja. Das ist der Grund so dafür. So, tiefer macht ja auch keinen Sinn, dann fliege ich im Wetter. Ne? Ich wollte immer sicher über den Wolken so weit bleiben, also hier könnte ich jetzt langsam ein bisschen sinken. Das würde auch ein bisschen Sinn machen, verbrauche ich aber auch mehr Kraftstoff. Je tiefer ich fliege, desto mehr Kraftstoff frisst das Ding. Das ist eben bei einer Propellerturbine so, jetzt habe ich so um die 176 Pfund. Wenn ich jetzt tiefer fliege, bin ich ganz schnell über 200 Pfund. So, Sie sehen das NDB, das zeigt schon an hier. Das hat schon, das ILS noch nicht für das NAV 1. Aber das NDB habe ich schon, das heißt, ich fliege ziemlich genau auf die Runway zu jetzt hier. Das ist gut. Und... hier das Zielkreuz sagt auch schon, das ist meine Runway. Ja, das rechnet er schon. So, weil ich ja die Approach-Daten schon drin habe. So, jetzt muss ich mir nochmal den Point of Descent kurz ausrechnen, weil wir kommen so langsam ran. Mit 67 Meilen muss ich runter, das weiß ich so. Ich muss auf einer Anflugrunde, ich fange mal an zu sinken, um jetzt nicht weitere Zeit zu verlieren. Und wir erklären gleich warum. Das sind Erfahrungswerte, die, also Entschuldigung, soll ich mal natürlich aktivieren, dann down. Um die 1000, dann muss ich die Leistung natürlich deutlich wegnehmen, dass ich nicht overspeede. Gerade bei Turbulenz nicht. So.
Und dann geht man mit Fuel Flow natürlich sinnigerweise runter. Und ich sinke jetzt mal mit 1000 Fuß in der Minute im Moment. Ground Speed mal 5. Ungefähr muss man sinken. Ein bisschen mehr müsste ich eigentlich sinken. So, wo muss ich hin? In welcher Anfluggrundhöhe? Ich muss auf 2350 Fuß. Das ist meine Anfluggrundhöhe in der Anflugkarte. Für den Magni Initial Approach Fix 4000 Fuß. Also muss ich 4000 Fuß erstmal erreichen. Dazu drehe ich mir hier auch, also die Descent Clearance habe ich natürlich bekommen. Ich muss die anfordern vorher, ich kann die einfach sinken. Wir sind jetzt erstmal geklärt bis Level 150. Falsche Richtung. Level 150. So. Und noch mehr Gas rausnehmen. Ja, er hat natürlich jetzt, weil ich es vorher, das hätte ich vorher eindrehen müssen, nicht Trollo. Ja. 1000 Fuß werde ich ungefähr sinken. Und dann mache ich nachher wieder, wenn er mir hier oben an 170 rankommt, Flight Level Change. So, wie rechne ich das aus? Ich war in Level 230, muss auf 4000. Die Differenz ist 19.000 Fuß mal 3. 3 mal 20 sind 60. 3 mal 19 sind 57. Und noch plus 10 Knoten für Speed reduzieren und Karenz sind 67 Meilen. Also rund 67 Meilen vorher muss ich mit Standard Descent sinken, um runterzukommen. Ich habe nur noch 60 Meilen, ich bin also schon sehr spät dran. Das heißt, ich werde das jetzt Ganze mal ein bisschen beschleunigen und nehme auch meine Leistung mal ziemlich raus. Und beschleunige meine Sinkrate auch wirklich mal auf 1200. So. Guck aber, dass ich jetzt gerade untergehe. Hier sehen Sie auch da, wo ich dann, wann ich diesen Punkt erreiche. Und zwar Level 150 erreiche ich dann. Ne? Wenn ich jetzt, ich muss ja aber 4000 runter. So, jetzt checke ich auch schon mal meine Transition Altitude in der Karte. Die liegt für diesen Airport. Hier ist meine Minimum Safe Altitude. Transition Altitude ist 7500 Fuß. Das ist auch das normale Transition Level. Minimum Safe ist 4000 Fuß. So, das passt alles. Und ich sinke dann hier weiter von Magni, kommt runter auf 2350. Passt alles. Neues Wetter habe ich bekommen. Das 90 Grad, 12 Knoten. Der Wind ist also ist weniger geworden. Wir haben jetzt ein kurzes Zeitfenster, wo wir günstigeren Wind haben, bevor der dreht und wieder zunimmt. Und dieses habe ich auch erhofft. So, und den Luftdruck wollte ich nochmal gucken. 990 Hektopascal ist mein QNH. So, jetzt gehe ich hier wieder rein. Den merke ich, den schreibe ich mir auf. 990, habe ich schon die Artis gehört oder habe in mein iPad geguckt, mir das aktuelle Wetter geholt vom Platz. So. Und Reykjavik gibt mich weiter auch frei, bis die machen hier die Area Control für den Nordatlantik in diesem Bereich. Die geben mich jetzt, da gebe ich, werde ich jetzt geklärt bis, sagen wir mal, Level 100 erstmal. Das geht so in Steps, weil ja auch Traffic ist hier über dem Nordatlantik, dass ich da niemandem ins Gehege komme. Ist aber ab einer Höhe nachher von unter 15 auch nicht mehr sehr wahrscheinlich, dass da jemand ins Gehege komme. Und hier kann ich mal meine Range schon ein bisschen verringern. So, hier der nächste Top of Descent, der wird mir ausgerechnet nach dem Referenzwert, den ich hier habe. Das heißt, hier muss ich spätestens wieder einen Sinkflug einleiten. Das heißt, wenn der mir hier hinterwandert, habe ich ein Problem. Ja, der muss mir mal davor liegen. Das ist mein... Eigentlich ist das der Top of Descent. Hier erreiche ich die Höhe und das ist der nächste Point of Descent. So habe ich es jedenfalls mal gelernt und so benutze ich die Begriffe auch. Sie sind heute ein bisschen anders dargestellt in den meisten NAV-Geräten, das weiß ich. So. Und wir gehen mal da runter. Und das passt jetzt alles so mit 1200 Fuß ungefähr, liege ich richtig. Da bin ich ein bisschen über der Standard Rate, Ground Speed mal 5. So, jetzt sehen wir, dass das Wetter uns jetzt hier nicht mehr groß behindern wird.
So, hier oben muss ich mich jetzt nicht groß kümmern, außer dass ich, wenn ich jetzt in den Luftraum unter 15.000 komme, mache ich persönlich immer ganz gerne die Pulslights an, weil ich sage, wer weiß, wer da sonst noch so rumfliegt, da kann auch mal ein hochfliegender Vogel rumfliegen. So, alles andere kann ich so lassen, wie es ist. Erst einmal, Propheater lasse ich natürlich auch nochmal an, sicherheitshalber. Wir haben eine Outside-Air von immer noch minus 25 Grad. Gibt es diesen Maschinentyp? Ja, gibt es für einen Notfall. Wir haben immer, und das ist vorgeschrieben für jedes Kabine, was, Flugzeug, was eine Druckkabine hat, muss es ein Notsauerstoffsystem geben, was für den Piloten, meine ich, eine halbe Stunde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und für die Passagiere 10 Minuten reicht, und um einen Notabstieg machen zu können. Nehmen wir mal, ich hätte jetzt einen Druckverlust, würde ich hier auch groß in Rot angezeigt kriegen, würde ich hier natürlich auch ablesen können, an den Kabinendruck anzeigen, dann würde ich sofort einen Emergency Descent auf Unterlevel 120 machen. Ja, das würde ich machen, das würde ich aber im Jet genauso tun. So, und dann muss ich gucken, dass ich, da kann ich dann die Masken abnehmen und dann fliege ich halt in der Höhe weiter und suche mir den Next Available Airport, weil ich dann natürlich von der Kraftstoff-Calculation auch hin und vorne nicht mehr hinkomme. So, einen Tucken schneller kann ich fliegen. Auch, ich habe jetzt eine feste Sinkrate eingestellt. So, wir sind jetzt weiter freigegeben für Level 80. So um die 400-500 Pounds fliegen sie eigentlich ganz gut hier mit dem Descent. Hier kommen wir jetzt also auch schon immer näher. Ne? Hier ist meine Destination. Hier ist Magni, mein Final Approach Tricks. Wo auch der Mister. So, jetzt bin ich bei 170 und dass ich das auf keinen Fall überschreite, nagel ich mir die mal an, die Speed hier oben, also Flight Level Change Modus. So, und jetzt spiele ich mit der Leistung, um meine Descent Rate einzupegeln. Jetzt muss ich nicht ganz so schnell runter, dann kann ich so einen Tucken mehr Gas geben, ne? Dann verringert sich die. So, 1250 ist gut. Wir fliegen mit um die 200 Knots in Ground Speed, 5 mal 1000 Fuß reicht eigentlich aus. Magni in 4000 muss ich haben. Höhenmesser umstellen auf 990 muss ich bei 7,5 oder Level Change bei 7,5, weil das ab da fliege ich nach Hektopascal. Über Deutschland ist das meistens, wenn man nicht in den Alpen oder nicht im Gebirge fliegen, 5000 die Transition Altitude im Steigflug und Transition Level vom Sinkflug Level 70. Und hier ist das bei mir Level 80, ne, wo ich umstelle. So, das sagt Ihnen aber der Controller auch immer, ob er Altitude oder Level meint. So, mein NDB habe ich schon, was ich vorhin eingestellt habe. Das heißt, ich fliege ziemlich auf die Runway zu. Und die Peilung habe ich auch hier. Sehen Sie, 120 Grad, fast Final Heading. Da sorgt er mir natürlich für, weil er ja Magni auch anfliegt hier. Und das ist ein idealer Kurs eigentlich, den ich habe. Das ist jetzt ein bisschen Glückssache, dass das so passt. Jetzt muss ich mich quasi nur ums vernünftige Höhen- und Speedmanagement kümmern. Seitenwindkomponente im Blick behalten, Wetter ein bisschen im Blick behalten. Na, komm, das wollte ich gucken. Wollen wir jetzt mal rausgucken. Aufgewühlte See da unten, ja. Ziemlicher Wind. Wir sind halt im Tiefdruckgebiet drin. Und da hinten wird es dann auch wieder ein bisschen bewölkter. Was zu gucken gibt es ja auch immer, ne? Ein schönes Bild eigentlich. Ich mag ja also Flüge über See mag ich eigentlich gerne. Mit einer Einmod darf man sich halt nicht vorstellen, dass das Triebwerk ausfällt, weil ich mag hier nicht meine Notfall-Equipment in Anspruch nehmen. Also was ich habe hinten in der Kabine ist eine Rettungsinsel für 4 Personen. Das ist vorgeschrieben für sowas. 2 EPIP-Sender, 2 Notsender, einen für Satellit und einen für VRF-URF. Die auf der Notfrequenz senden und automatisch, wenn sie Wasserkontakt bekommen.
Und die sind an der Rettungsinsel festgemacht und haben Wasserdruckschalter, dass sie nicht mit in die Tiefe gezogen würden. Die Rettungsinsel würde sich auch bei Wasserkontakt automatisch öffnen. Allerdings nicht in der Kabine, da habe ich da einen Sicherungssplint drin, den müsste ich rausnehmen vorher. Dann würde ich die rausschmeißen, dann geht die automatisch auf, wenn die ins Wasser fällt. Schwimmweste selbstverständlich, eine Automatikweste und Kälteschutzanzug habe ich auch in der Kabine. Streng genommen müssen sie ihn anziehen, aber das mache ich auch in der Realität immer nicht. Machen viele nicht. Weil ich fliege so hoch mit dem Flieger eigentlich, dass ich im Notfall immer noch 20 Minuten Zeit habe, das Ding anzuziehen. Auch wenn das Triebwerk steht. Optimale Gleitgeschwindigkeit für einen Anflug. Für dieses Maschinchen ist 108 Knots. So, wir nähern uns unaufhaltsam. Wir haben noch 29 Meilen, das ist also nicht mehr so weit. Und so, wir sind freigegeben für 5000 Fuß. Ne, für 4000 sogar. Meine Distanz ist nur noch 19 Meilen, also muss ich jetzt auch sehen, dass ich runterkomme. Bisschen Leistung wegnehmen, bisschen schneller sinken. Und was ich jetzt mache, ist umstellen schon mal auf QNH. Die Differenz ist ziemlich hoch. Ich mach das Ding mal kurz weg hier. So, und hier müssen wir umstellen auf 990. Das ist mein letztes Verheuer QNH, was auch für diese Region gilt. Und letzte Wetter sagt 990, Wind 90-12. Erwarte 17, 70-18. Ein bisschen mehr Seitenwind werde ich kriegen, aber auch jetzt Wind ist okay. 16 Knoten demonstrierte Seitenwindkomponente habe ich. Mal ganz normal gucken, ob die Kabinentemperatur komfortabel ist. Ja, ist noch okay. Wir haben eine Außentemperatur von jetzt minus 6. Jetzt haben wir auch im Fuel keine Probleme. Wir sehen auch, die Fuel-Temp-Anzeige ist weg. So, jetzt mache ich auch eins. Da ich jetzt auf 4000 Fuß runter unter Level 100 bin, mache ich auf jeden Fall hier einmal die Pulslights schon mal an. So. Jetzt habe ich draußen Blinklichter an. So, Sie sehen das hier, ne? Das ist so, anstatt Landescheinwerfer ist das auch für die Vogelabwehr. Ich habe hier auch kein rotes Drehlicht in der Maschine. Strops habe ich auch an. Das heißt, man sieht mich jetzt maximal, sofern man mich sowieso sieht. So. Da sehen Sie schon die erste Insel. Das sind schon die Ausläufer. So, wir sind gleich in Magni. So, jetzt muss ich schön präzise fliegen. 13 Meilen noch. Ach, nehmen Mike Yankee ist erstmal. Magni kommt danach. Wir haben noch to go. 21 Meilen. Ah, ich muss jetzt mal den Approach-Modus aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Activate Vectors, ne, Activate Approach, sage ich mal. Schwupp. Und dann sehen Sie, dann geht der automatisch Richtung Magni. Der gibt mir jetzt auch eine Clearance Richtung Magni. Und Magni hat noch 5 Meilen. Und ich muss jetzt auch runter auf 4000 dann sein. Und es passt in etwa. Ne? Da habe ich richtig gerechnet. Ne? Das müssen Sie eigentlich immer machen. Da können Sie hier noch so viel Elektronik haben. Wenn Sie sich total darauf verlassen, dann kommen Sie irgendwann ins Tüdeln. Ich jedenfalls. Ich muss immer das im Kopf mitrechnen. Das ist auch nicht schwer. Und das, da können Sie natürlich zur Unterstützung, können Sie Evina-Profilien gerne nehmen. Dagegen habe ich ja nichts. Und sagen, ich bin jetzt safe. Ja, solange da hier eine positive Zahl steht, ist alles gut. Das ist meine Soll-Descent-Rate. Ich bin Hauch drüber. Bin ich einen Hauch früher da. Kann ein bisschen Speed reduzieren noch. Beim Jet ist das zwingend, dass Sie die Zeit für Speed-Reduktion mit einrechnen. Ja,
So, und dann geht er hier automatisch in die Approach, Sequenz über. Und dann passt das. So. So, Altitude. Oh, ich bin zweimal in Format neben 4000. Besser geht's nicht. Ne? Das mache ich mit Erfahrung ein bisschen. Da rechne ich nicht bis auf die letzte Stelle hinterm Komma und mache mich auch nicht mit den Anzeigen hier verrückt. Das weiß ich mit meinen Grundformeln, passt das. Das kann ich beim Airbus genauso gut. Das ist ja nur eine Relation, die sich ändert. So, dann gebe ich natürlich wieder mehr Gas jetzt und fliege nicht so sparsam durch die Gegend. So um die 800 wieder gebe ich wieder rein. So. Meine Reichweite wieder ein bisschen runter, so dass ich hier immer so nah dran komme wie möglich und gehe dann natürlich in die Approach-Sequenz. Jetzt sehen Sie hier auch, dass da Flughöhen auch hinterlegt sind langsam. Ne? Wenn ich jetzt mal hier das aktiviere und mal durchscrolle, sehen Sie, dass da Flughöhen sind, die ich dann auch fliegen muss und wo ich dann hier auch entsprechend die Sendrate kriege und wo ich dann auch den Approach hier aktivieren kann und dann sagen kann, bin jetzt quasi im Approach drin und dann kann ich hier oben auch sagen, follow bitte den Gleitweg und mache den Approach-Modus an. Würde übrigens auch ohne Autopilot funktionieren. Dann würde ich mich halt an den Flight Director manuell halten. Müsste eigentlich gemacht haben. Approach-Modus an. Achso, ja, habe ich. Und dann müsste er mir dann auch gleich, oder macht er das SAP? Ich muss mal gucken. Approach Fix war ja das hier. So. Gucken wir nämlich ins Profil rein. Ne, hier fängt er erst an, den zu koppeln. Gut. Und fliege jetzt hier genau auf die Piste zu. Hier habe ich auch nochmal eine Peilung zur Piste, ja. Bisschen daneben liegen war, aber der Anflug ist auch nicht so 100 pro Grade und Windwinkel muss ich auch noch berücksichtigen, den ich fliege. So, hier wieder den Approach, der ist ja activated. Habe ich doch gemacht. Oder habe ich das nicht gemacht? Doch, hinter, so. Ja, das ist natürlich Blödsinn, was er jetzt macht. Habe ich doch approached. Stopp. Das ist mir neulich schon mal passiert. Ah, ja, dann will er zurück. Das ist natürlich Blödsinn. Da hätte ich jetzt nicht drauf drücken dürfen. Dann machen wir das so. Dann gehen wir hier in den Flight Plan rein und sagen Direct VG, nehmen wir mal den nächsten Punkt, 140. Dann habe ich hier völligen Bock Mist gebaut. Das ist total falsch. So. VG 148 will ich nehmen. VG 840, jetzt muss ich mal nicht ins Tüdeln kommen hier. Flugplan, einmal hier klicken. Direct, da will ich hin und Enter. Und schon stimmt die Richtung wieder. Leistung raus, Plan an und Approach-Modus an. Achso, da muss ich meine Zielhöhe andrehen. 2000 und Approach an. Warum nimmt er den denn nicht? Verstehen tue ich es nicht so richtig. Also runter muss ich auf jeden Fall jetzt. Was haben wir denn hier? Mal gucken. 810. Ja, ich muss runter. Muss längst runter. Altitude Select, jetzt hat das hier. So. Passt. Mal ein bisschen reduzieren. Hier.
ich bin schon hinterm Gleitweg hinterher, ich muss erhöhen. So, Gas raus. Bin zu hoch. Ja. Wir müssen jetzt alles. Ich hab ein bisschen gepennt. Ich habe das mich hier ablenken. Also wir sind schon über dem Gleitweg. Das ist nicht gut, aber jetzt auch nicht die Totalkatastrophe. So, Autopilot aus. Wir sind Visual. Ich lasse mir auch ein Visual geben jetzt. Mist Approach will ich natürlich möglichst nicht fliegen. Da ist die Approach, jetzt sehen Sie, Runway is in sight. Wir machen Visual Approach. Wir fahren das Fahrwerk aus. Wir müssen bremsen jetzt. So, jetzt passt das gleich wieder. So, sehen Sie, da ist der Gleitweg wieder. Jetzt habe ich ihn wieder gefangen. Ein bisschen Gas geben. Klappen 1. Oh, Anflug stimmt wieder. Ein bisschen höher sogar. Ein bisschen Trim, die Maschine. So. Ein bisschen Speed raus. So, ab 138 Klappe 2. Oh. Wir continue visual. Speed is fine. Mittelmarker. Wir sind zu high, full flaps, reiner Visual Approach. Den ANAV habe ich nicht gut geflogen, weil ich hier zu viel rumgefummelt habe und einen Fehler bei der Bedienung gemacht habe. Das macht aber alles nichts. Full flaps. So, 3 green. Pulse lights on, mal gucken, ob es hinhaut. Bin von links. Passt gerade aus, ja, das haut hin. Das ist Vorteil, wenn man nur eine Pipe hat. Das böse ich. Ja. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Varga. Es war zum Visual Final. ANAV habe ich nicht gut geflogen, aber dadurch, dass ich Sichtflugbedingungen hatte, zum Schluss hatte ich ein bisschen mit Wind zu kämpfen. Ich musste ganz schön ins Ruder treten, weil der Wind immer so ein bisschen strahlte, 30 Grad. Aber so ein Flugzeug können Sie halt dann auch relativ steil anfliegen nach Sicht. Wenn es jetzt wirklich IMC gewesen wäre, wäre ich durchgestartet. Dann hätte ich das nicht. Dann hätte ich diesen Anflug komplett nochmal neu geflogen. Weil ich zu spät im Sinkflug war, weil ich mich hier zu sehr mit der Elektronik aufgehalten habe. So, wir müssen hier höchstwahrscheinlich umdrehen. Aber die Szenerie ist wirklich schön. So, wir halten mal ganz kurz eben an. Und hier das Overhead. Wir nehmen jetzt mal ein Stück Pulslights auswechseln. Wo die Pulslights gehen, also wenn die Landinglights ansetzt, gehen die Pulslights nicht. So, dann machen wir das, bleibt auf Autom. Die hätte ich auf Manual stellen müssen, das war mein Fehler, aber die gehen auch auf. Es ist jetzt nicht gefährlich, aber es ist nicht Procedure. Da habe ich mich Apple Propeter aus, so dass mir das nicht durchbrennt. So, und dann drehen wir um. Also hätte man besser machen können. Aber es ist im Live. So, drehen wir um. Ist kein Rollweg. Wir müssen dahin. Und ich habe ja eine Scenery, das hatte ich Ihnen gesagt. Und stellen das Flugzeug da hinten ab. 1800 Meter hat die Piste. Das ist ja für den Flieger mehr als ausreichend. Und heute war auch eher der Wind das K.O.-Kriterium, denn nicht das restliche Wetter.
Und ich sage nochmal, unter IMC hätte ich durchgestartet, gesagt, den Anflug wiederholen und den Anflug nochmal eingegeben. Man darf halt nicht im Approach da nochmal drauf drücken, weil dann versucht er sich den letzten Fix, warum er den so nicht genommen hat und warum er mir den Altitude nicht, den Gleitweg nicht angezeigt hat. Das muss ich nachher mal nachgucken, weiß ich nicht. So. Abrollen. Das kann Ihnen beim ILS Approach nicht passieren, weil das Bodensender gesteuert ist. Hier ist immer gerechnet und wenn dann irgendeine Referenz nicht stimmt, dann rechnet der nicht mehr richtig. So, oh, schöne Szenerie, die gefällt mir. Wir stellen da hinten ab. Vaga. Wir dürfen uns hier mal vor die Tür stellen heute. Und ich kalkuliere mal den nächsten Flug. Ich will mal gucken, ob ich das Samstag noch hinkriege. Bin ich. Puls wieder an. Die bleiben auf Auto. Noch einen klitzekleinen Moment. Also wir können sie schon abstellen. Wir stellen das Flugzeug ja auch ab. Reicht das denn, Freddy? Ich habe das, muss ich jetzt mit dem Video nochmal angucken. Wenn ich im Heading Mode war, das ist richtig. Aus irgendeinem Grund sollte ich eigentlich nicht sein, weil ich die ganze Zeit ja Track geflogen bin und NAV hier auch GPS hier angezeigt worden ist. Der Heading Mode war, meine ich, nicht eingeschaltet. GPS Mode ist ja hier dann der NAV Mode. Dann wäre es in der Tat ein Fehler gewesen, das ist richtig. Das hätte ich so nicht machen dürfen. Meiner Meinung nach war das aber nicht die Ursache. Aber ich kann mir das nochmal angucken und dann kann ich das nochmal versuchen rauszukriegen. Irgendeine Fehlbedienung muss dann, oder es stimmen die Kartenangaben nicht mit der Programmierung hier bei NaviChart überein. Auch das ist möglich. Ja, Wahnsinn. Ja, dann ist ein Fehler. Wieso ich im Heading Mode war, ist mir allerdings ein Rätsel. Normalerweise hätte ich ja im Nav Mode sein müssen, wenn ich den Approach aktiviere. Wenn ich im Heading Mode war, dann war es ein Fehler. Ja, die Landung war okay, das habe ich schon noch im Griff gehabt. Da sind der Vorteil, wenn man kein Airbus fliegt, da wäre das jetzt keine Option mehr gewesen. Nur der Airbus fliegt solche ANAV-Approacher auch automatischer als diese Systeme. Da brauche ich mich dann in der Tat nicht mehr drum kümmern, wenn ich das Approach-Phase wirklich aktiviert habe. Im Heading-Mode darf man das nicht starten, da haben Sie recht, das war ein Fehler. Da habe ich nie aufgepasst hier oben. Dann habe ich es nicht richtig hingeguckt, dann war das der Fehler. Dann werde ich das nächste Mal darauf achten, dass das nicht passiert. Aber so habe ich die Situation noch retten können. Wie gesagt, Alternative wäre ein Mist Approach gewesen, wenn das Wetter ein bisschen schlechter gewesen wäre. Und einen neuen Anflug fliegen. Sowas kommt übrigens in der Realität dann auch mal vor. Ja, dass irgendwas da nicht so klappt, wie es klappen soll, oder irgendeine Fehlbedienung stattgefunden hat. Kommt den besten Familien vor, kommt sogar als unter Verkehrspiloten in Crews vor, dass sowas mal passiert. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Kiste aus. Das lassen wir alles nochmal an. Den Defogger können wir ausmachen. So, dann bereiten wir sie zum Abstellen vor. Das geht wie folgt. Wir machen als erstes mal hier die Kabine aus. Das aus. Da brauchen wir nichts ausschalten. Dann oben ganz wichtig jetzt, super wichtig ist die Avionik aus. Und noch wichtiger, den Generator aus. Und zwar von unten anfangen. Den Alternator zuerst. Im Moment warten den Generator zuerst. Und wenn beide aus sind, dann erst dürfen Sie das Triebwerk abstellen. Sonst haben Sie nämlich ein... Das ist alles... Workaround habe ich ja gefunden, dadurch, dass Sichtflugbedingungen waren. So, jetzt kann ich das Triebwerk stilllegen. Und jetzt muss ich darauf achten. Ups, das wollte ich nicht. Das ist ja ein Nachteil an diesen mausgesteuerten Cockpits. So, jetzt muss ich hier wirklich darauf achten,
habe ich nicht ausgemacht, doch. Der war nicht ganz zurückgestellt, dann reagiert er nicht. Jetzt muss er gleich in den Fässer gehen hier. Wie gesagt, der Leistungshebel muss auf Idle sein, sonst geht das nicht. So, jetzt. Da ist er. Das muss sein, sonst stimmt uns was defekt. So, dann dreht er auch sauber aus im Fässer hier vorne, das sehen Sie. Pulsleiste lasse ich immer an, dass mir keiner im Propeller rennt. Ne? Das ist. So, und wenn er dann steht. Plöpp, plöpp, der dreht ja lange aus, weil den können Sie ja mit dem Finger drehen. So frei läuft die Welle. So, dann mache ich die Pulslights aus. Navlights aus. So, und dann mache ich die Tür auf. Und steigt man unten aus. Beine vertreten nach dem Flug. Und sehen, ich habe noch überall volle Tanks. Ich wäre locker noch nach England gekommen. Nach Schottland gekommen. Tür auf. Schwupp. Luft rein und dann mache ich natürlich hier, lasse ich die kommenden Helferlein und lege mir die Jocks. Ich mache die Pitocovers, den lasse ich noch ein bisschen auf, weil der ist sehr heiß, die Auslässe sind sehr heiß. Und, gut, jetzt machen wir mal, jetzt kann ich die Batterie ausmachen, die brauche ich nicht mehr, so, und damit die mir nicht leer zieht, das Ding wieder einschalten. Ist gut. So, jetzt steigen alle aus und sind fröhlich. So, ganz kurz ist die Briefing zu der ganzen Geschichte nochmal, um ein paar Work, wie ich das dann letztlich aufgelöst habe, nochmal im Detail zu besprechen. Wichtig ist, dass Sie, wenn sowas ist und Sie merken, dieses ganze Autopilot-System managt Sie falsch, weil Sie selber einen Fehler gemacht haben oder aus welchem Grund auch immer. Also Freddy hat ja richtigerweise hat oft gut aufgepasst. Ich war nicht im NAV-Mode und dann kann ich natürlich auch den nicht aktivieren. Das habe ich echt übersehen. Das so war ich fatigue oder was auch immer der Grund war. Ist egal, Menschen machen Fehler. Dass wenn sie merken, das haut alles nicht mehr hin, eine klare Entscheidung treffen. Die klare Entscheidung, die ich getroffen habe, Autopilot aus mit der Hand, das Ding visuell zu Ende fliegen. Vollkommen wurscht. Guck dir das Ende der Bahn angucken, Gleitweg abschätzen. Und nicht mehr auf irgendwelche Anzeigen gucken. Ich habe den Fehler gemacht, dann doch nochmal den Gleitsloop versuchen wieder einzufangen, aber ich sage, brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Du fliegst hier nicht mit dem Airliner an, du fliegst hier mit einer Piper M500 an, da hast du alle Reserven der Welt und du kannst auch die Speed relativ schnell managen, da passiert nichts. Ich war in einer ordentlichen Anfluggeschwindigkeit und habe das Flugzeug mich dann wirklich auf Fly the Aircraft konzentriert und gesagt, ich bringe das Ding jetzt ordentlich runter, achte schön auf deinen Seitenwind. Das ist ein echt kritischer Faktor hier, dieser strahlende Seitenwind, den ich hatte, von bis zu 15, 16, 17 Knoten. Da musste ich ja ziemlich mit dem Seitenruder arbeiten zum Schluss, um die Maschine in Richtung zu halten, die Fläche schön unterhalten, da wo der Wind kommt, in Luv, damit mir das Flugzeug nicht wegdriftet. Und dann ist das gelöst. Alternative wäre gewesen, ganz klar, eine Alternative ist durchstarten. Und das sage ich nochmal fliegen. Ist auch nicht ehrenrührig, kostet halt mehr Geld, aber ist nicht ehrenrührig, können sie machen. Ist besser als irgendwie, was dazwischen geht nicht. Halbherzigkeit geht ganz sicher schief. Und so passieren auch die meisten Unfälle, da wird noch irgendwie versucht, irgendwas hinzuhühnern, was nicht mehr geht. Und das mache ich also auch in einer echten Fliegerei so, dass wenn irgendwas mit diesem Autopilot-System nicht so schnuckelt, früher waren die Dinge auch noch technisch sehr anfällig, dann haben die irgendwie den Gleitweg auf einmal nicht gefangen aus irgendeinem Grund, weil irgendwas gehangen hat von den Relais oder was, keine Ahnung, ausmachen das Ding mit der Hand fliegen. So. Deswegen sollte man auch immer so ein Flugzeug gut mit der Hand fliegen können, man sollte die Parameter gut kennen und dann ist eine Hand am Steuerknüppel, eine Hand am Leistungshebel und dann gucken, dass die Landekonfiguration auch erfüllt ist, also Fahrwerk klappen, das ist das Wichtigste, alles andere bringt sie nicht um, aber das wäre sehr peinlich dann, auch nur mit eingefahrenem Fahrwerk landen, wäre ich auch nicht der Erste gewesen, der sowas mal fertig bringt, ne? Und dann passiert das. So, jetzt gucke ich nochmal einmal ganz kurz hier durch Ihre Kommentare. Klaus Schönau sagte, also ich finde 14 Uhr super. Gut, ich 14 Uhr kann ich nicht immer jeden Tag beibehalten. Ja, genau, so, war kein Test, Andreas Gottsch. Ich mache halt Fehler. Und das ist das Schöne am Live-Fliegen. Und ich freue mich auch noch auf Bewerbungen für meine MS-Teams-Runde, wo Sie mich dann auch per Ton, also Sie können dann ja mit mir reden, auch wirklich
dann auch hinweisen können, sagen, Mensch, pass auf, du hast einen falschen Modus drin oder so. Ne? Also sie hätten es auch hier sofort sonst schreiben dürfen, Freddy. Ich bin nicht fehlerfrei, konstruktiv im Cockpit unterhält man sich, kommuniziert man und ich habe da überhaupt keinen Argwohn. Wenn mir einer sagt, du hast da einen falschen Knopf gedrückt, dann drücke ich halt den richtigen hinterher, dann ist das gut. Dafür sitzt man ja auch dann bei größeren Fliegern zu zweit drin. Ja? So, und ja, an die T, einmal mal gucken, die Landung war ein bisschen spannend, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und den haben wir aber noch ausbügeln können, sodass kein zweiter Anflug nötig war. Einfach mal von vorne gucken dann. Ja, also vielleicht nochmal schreiben Sie mir ein paar Kommentare. Ich werde mir so eine feste Zeit mal überlegen für den Nachmittag, dass ich so auf 3, 4 Livestreams komme. Das ist eigentlich mein Ziel pro Woche. Sonntag möchte ich gerne ausnehmen, wenn es eben geht, weil das ein Sonntag ist. Und dann, ob irgendwie 14 Uhr, 16 Uhr lieber ist, immer so 2, 2,5 Stunden plane ich dann maximal. Heute war das ein bisschen mehr, weil ich eben diese lange Strecke fliege. Die nächste Ferry-Strecke, das wird dann entweder die Finale oder Vorfinale, wird dann auch ein bisschen länger werden. Schreiben Sie mir ruhig nochmal, was Ihnen lieber ist. Ich richte mich dann nach Ihnen. Vormittag geht bei mir nicht. Da habe ich immer feste Termine, aber so ab, sagen wir mal, zwischen 14, 15, 16 Uhr kann ich das immer machen. So, wenn Ihnen ein bisschen später lieber ist, mache ich auch gerne 16 Uhr. Nach 19 Uhr möchte ich auch nicht so gerne. Ja? Das möchte ich eigentlich so für Dauerlösungen nicht machen. Da kann es mal eine Ausnahme geben, dass ich sage, lass uns auch mal 20 Uhr machen oder so. Aber so, und dann werde ich mir immer was überlegen. Meine Flugzeuge kennen Sie ja. Das ist hier die Piper, das ist die BN2, das ist der Airbus 320 von Phoenix, den ich auch gerne mal wieder nehme. Können wir auch mal Vaga anfliegen, ist ja eine schöne Szenerie. Ist auch hier zugelassen, die Maschine. Und das können Sie mir mal kurz dann vielleicht nochmal schreiben, wie Ihre Meinung ist. Und dann versuche ich mir ein bisschen nachzurichten. Wir können das auch später mal nochmal wieder ändern. Ja, Herr Rapp, ja, fliegen Sie mal gleich mal nach. Wichtig, denken Sie daran, ich habe eine eigene Szenerie dafür gekauft im Flugsimulator. Die Original-Microsoft-Szenerie ist nicht so schön. Aber die Bahn und alles, das müsste trotzdem funktionieren. Ich habe halt die Szenerie für ein paar Euro 50 da gekauft vom Marktplatz. Die lohnt sich hier für Vaga, weil das auch ein super optisch schöner Airport ist. Lohnt sich. Und ja, ich wünsche Ihnen auch schöne Feiertage. Wir werden uns vielleicht morgen am Samstag nochmal sehen. Karfreitag jetzt nicht. Da feiere ich Karfreitag oder sage ich mal, das ist ja der Tod Jesu. Das ist, da passe ich dann schon ein bisschen drauf auf, dass ich da nicht mich dann nicht so verhalte. Aber am Samstag wollte ich eigentlich jetzt nochmal Leck fliegen am Nachmittag, am Samstagnachmittag und dann. Dann vielleicht Ostermontag nochmal, muss ich mal gucken. Ich kündige das aber auf jeden Fall an. Ich melde diese Livestreams immer an im Preview, sodass Sie die sehen müssen. Wenn Sie sonst noch Fragen haben, herzlich gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche Ihnen schöne Osterfeiertage. Kommen Sie ein bisschen zur Ruhe. Genießen Sie die Zeit und vielleicht sehen wir uns zwischendurch nochmal. Ich danke Ihnen. Tschüss, Ihr Thomas Wengler.